Ich denke, komm doch. Das ist gemein. Das ist gemein. Du hast es so schön gemacht. Die Regie hat den Knopf nicht gedrückt. Naja, so ist es halt. Da müssen wir jetzt damit leben. Ja, naja, ist ja auch okay. Aber dafür haben wir einen großen Monitor heute. Du hast uns hier eingeladen und ich war auch völlig überrascht, dass auch der Edel da ist. Was genau machen wir jetzt hier? Ja, wir spielen schon mal ein bisschen Elden Ring. Edelring. Edelring, ja. Edenring. Edenrendo. Was kann man noch daraus bauen? Hast du schon mal ein Rendo gespielt? Habe ich nicht, ne? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht habe ich mal. Also, ich weiß natürlich, was es ist. Alles ist vertauscht und macht keinen Sinn mehr. Und nee, gar nimmt gar die mehr. Komplette Spielbarkeit aus Spielen raus. Exakt. Und ihr habt ein Format gemacht, weil ihr es lustig findet, dass man an Stelle X geht, wo man was erwartet, was aber gar nicht mehr da ist. Man kann es ja einstellen. Da wirst du vielleicht noch was zu sagen, was für eine Art Rando es ist, ob die Items vertauscht werden, die Bosse, wie das. Das wird immer kaputter. Je mehr, wie viel du einstellst. Und da gibt es auch mittlerweile so geile, dass einfach die Animationen teilweise auch vertauscht werden oder die Geschwindigkeit von Animationen. Okay, das ist aber echt. Aber das machen wir nicht. Oh nee. Soll ja auch hartes Training für dich sein für Bingo-Bälle nachher. Ja, es ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Während Bell gerade oben in der Gaming-Area sitzt und die Bingo-Sachen auswendig lernt, kriege ich einen Randomizer, der mein eh schon konfuses Gehirn noch mehr durcheinander bringt, sodass ich gar nicht mehr weiß, wo irgendwas zu finden ist. Ja. Weiß nicht, was wir noch machen können, um dich noch mehr verlieren zu sehen. Ihr macht schon alles. Ja, ich will, wir geben schon Mühe. Schon aber immerhin erkennst du dann ein bisschen die Locations. Dann weißt du schon mal, wo wir hier eigentlich langlaufen. Sehr sicher auch. Wann hast du das letzte Mal Elden Ring gespielt? Vorgestern. Oh, okay. Dann ist es gar nicht so lange her. Egal, willst du auch gleich direkt anfangen? Ja, willst du anfangen oder sollen wir? Okay, ich fange. Wie du meinst. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, wie es läuft. So läuft's normalerweise. Du kommst dann irgendwelche Gegner, kriegst voll auf die Fresse und Martin macht ihn dann. Das ist für mich der normale Verlauf. Okay, Die fängt schon an. Das sieht jetzt zwar normal aus, du kannst ja. Wie, das sieht normal aus. Das ist jetzt schon randomized? Das ist schon randomized theoretisch, aber die Bilder sind halt nicht randomized, weil die sind. Aber was, also die Werte sind randomized? Genau, drüber Dreieck. Nee, die Werte sind alles gleich, aber die Waffen einfach komplett random so. Ach so, die Waffen, die da unten drin sind. Ja. Ja. Kann es dann noch sein, dass man eine Waffe kriegt, die man gar nicht benutzen kann? Weil das kannst ja richtig schlimm. Ich glaube, das konnte man einstellen, dass sowas drankommt, dass du einfach komplett random Waffen bekommst oder wenigstens Waffen, für die du zweihändig die Voraussetzung hast. Ich kann sagen, du musst zumindest die Waffe benutzen können. Was willst du sonst damit? Verkaufen und einen Dolch holen. Aber ich kenne die Waffen halt leider. Ich muss ja dazugeben, ich habe schon mit Simon eben drüber gequatscht. Ich habe das Spiel gar nicht durchgespielt. Über die Hälfte der Waffen erkenne ich gar nicht. Ich habe dir doch gesagt, das darfst du nicht sagen. Ja, das ist so krass, weil der Martin ist wirklich, was dieses Souls-like-Spiel angeht, einer der härtesten Verfechter hier. Und dass du das dann, dieses wundervolle Spiel noch nicht durch hast, mach das noch bitte. Mach das noch nach. Aber es ist auf den kleinen Bildern so schwer zu erkennen. Ja, ich habe auch. Da ist auf jeden Fall ein Zauberstab dabei. Ja. Aber sollte man dann nicht doch lieber gerade am Anfang nach der Figur gehen und eine einfache Figur nehmen? Ich denke mal schon, irgendwer, der viel Stats hat wahrscheinlich. Ne? Genau, dass die Werte Stärke irgendwie geschick. Auch. Also ich kann mich erinnern, dass ich, glaube ich, auch den Typen entweder. Also ich habe natürlich auch so einen Bettler-Typen genommen, der gar nichts hatte am Anfang und den dann hochgelevelt. Aber hier wäre es schon sinnvoll, irgendjemanden zu holen, der was kann. Ich kenne das Schwert, glaube ich, nicht. Das hier beim Astrologen? Ja. Ja, auch keine Ahnung, was das sein soll. Es kommt mir nicht bekannt vor. Es kann nicht sein, dass es sich ein Schwert noch nicht gibt. Dieses dicke, flammenartige da. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist ein Boss-Schwert, was man von einem Boss kriegt. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesehen. Wenn es das ist, was ich meine, ist es riesig und sehr unpraktisch. Aha. Also nehmen wir es. So, so sieht es denn eigentlich aus. Bei Dark Souls Randomizen sonst hast du direkt diese Ansicht, weil das nicht diese vorgefertigten JPEGs oder was es immer ist. Sondern sollte hier nicht eine Tastatur oder sowas erscheinen? Ach, wir spielen mal am PC. Ja. Ah. Damit kann ich mich identifizieren. So, und irgendwas rein. Machen noch? Also, wir können auch ein Andenken nehmen. Ist das auch alles gerandomt? Sieht, oh, auf, das sieht auf Deutsch weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Ne, es sind dieselben, ne? Asche der Vampirwichte sagt mir zum Beispiel. Ach so, da sind ja auch die. Was ist denn eigentlich das Ziel jetzt hier? Na, einfach nur spielen. Ja, erstmal bloß reinkommen. Überleben, reinkommen. Wir wollen uns ja im Grunde den Randomizer auch ein bisschen angucken, weil das ja so ein bisschen die Idee der Show ist, dass man ab und zu mal einen zeigt. Ist der denn jetzt neu oder ist der schon ein alter, der einfach etabliert ist, der Randomizer? Der Randomizer an sich ist, glaube ich, so ein alter, aber der wurde einfach für Elden Ring angepasst. Ich glaube, Dark Souls 2 oder 3 konnte man schon damit spielen. Der hat einfach alle Spiele mit reingepackt. Ah, okay. Zwischensequenz überspringen. Ja, komm, scheiß drauf. Ja, ich dachte nur, weil ich kann mich noch erinnern an Sekiro, was ja dann nicht richtig lief teilweise. Es gibt ja auch Randomizer, die das Spiel ein bisschen kaputt machen. Und das scheint aber dann einer der besseren zu sein. Ne? Der ist wunderbar. Also da kann man auch richtig geilen Scheiß mit einstellen. Und es gibt sogar die Option, dass man bei Kale eine Karte kaufen kann für die wichtigen Gegenstände, wenn man die gar nicht findet. Das ist richtig cool gemacht. Das ist auch gut. Das ist wirklich gut. Krass. Jetzt haben wir gleich zwei von den Dingen, das ist natürlich auch geil. Oh, die Tutorials müssen wir ausmachen, direkt. Ja, mach erstmal weg da.
Oh. Wie glaubst du denn, wie wird deine... Wie wird das gleich ablaufen, das Bingo-Battle? Also du hast ja jetzt nicht üben können. Das heißt, du hast doch keine klare, sowas wie eine Speedrun-Strategie oder so. Ich hätte bewusst nicht geübt. Okay, aber du, also ich meine damit nur, du bist in dem Sinne nicht vorbereitet, dass du jetzt nicht einen festen Weg hast, den du dann schon abläufst oder so. Also es wird schwierig, weil ich schätze Bell so ein, dass die schon so einen Plan haben. Ja, aber... Die ist schon so tryhard. Sie muss trotzdem vernichtet werden. Und außerdem muss man ganz klar sagen, dass... wir ja nicht wissen, welche Linien es gibt. Also manche Sachen, da kannst du ja noch so viel an ausdenken, aber wenn das dann nicht zusammenpasst in der Bingo-Linie, also da bin ich mal gespannt. Wir fragen schon Leute aus dem Chat nach dem Link zum Randomizer. Einfach bei Nexus Mods mal gucken. Bei Elden Ring ist, glaube ich, die erste oder zweite Mod direkt, weil wir brauchen erst den Mod Loader, dass man es so planen kann. Ist alles mega easy, wird auch super gut erklärt. Kann es jetzt auch sein, dass ich jetzt hier im Randomizer irgendwelche Items finde, die hier gar nicht hingehören oder so? Nee, das nicht. Also meinst du jetzt, dass hier neue Item-Locations kommen? Nee, das nicht. Es sind bloß alle Item-Locations, die es gibt, ausgetauscht mit anderen. Und Items. Bosse auch. Bosse auch. Da heißt, ich weiß jetzt nicht, welcher hier jetzt Boss kommt. Das ist ja das große, das ist ja das Spannende. Ja, du weißt ja nicht, kommt jetzt irgendein Broken-Boss, der vielleicht sich gar nicht richtig bewegen kann in der Location, oder kommt jetzt irgendwas? Und das ist wirklich random. Ja. Also es hat keiner sicher, das könnte jetzt mal... Naja, gut, die sind scheiße, aber... Weiß ja nicht, wie krass ich reinhaue. Die sind schon richtig kacke eigentlich. Aber der erste Boss ist doch eigentlich auch hier gar nicht so leicht zu killen. Gerade der hier, Boss 2. Die sind richtig kacke. Ich hasse die so sehr. Das ist mein Hassgas. Wie oft die einen dann so reinschlubbern und ausspucken. Und einer alleine von denen ist schon ein Fucker zu zweit. Das ist absolut. Ja. Und die haben auch so viel Energie immer. Die halten so viel auf. Aber so soll es ja natürlich sein. Ich kann auch gleich empfehlen, die Tutorial-Boss, also das Tutorial-Gebiet komplett rauszulassen, weil das ist ein Softlock. Oh, also doch. Was heißt das? Du kannst ja den Boss da machen und der Randomizer randomisiert auch die Anzahl von Bossen. Du hast ja eben auch zum Beispiel zwei, normalerweise ist ja nur einer. Und ich habe einen Testrun gemacht, bin da hingelaufen, da war halt einfach eiskalt einen, wie heißen die, Schmelztiegelritter und dieser komische Hund hier aus unten. Also nicht rein. Aber vielleicht sind da geile Items. Das stimmt. Ja. Aber du kommst doch nicht wieder hoch. Das denkt man ja immer. Wieso kommst du nicht mehr hoch? Es gibt ja, also kannst du dich ja nicht hochteleportieren. Es gibt keine Gnade hier oben. Mach's nicht. Also wir können uns erst eine Gnade draußen holen und dann wieder rein. Ich verstehe dein Problem. Aber ist das nicht ein Problem, was man hat, wenn man keinen Skill hat? Das stimmt. Ja. Aber deshalb kenne ich das nicht. Aber ich bin doch ehrlich, gegen diesen Hund aus, ich weiß gar nicht, wie der heißt, dieser Doggo vor der Hexe. Der ist von dieser Hund in dieser Bibliothek oder in diesem Anhörungssaal, was immer ist. Der hat zusammen mit einem Schmelztiegelritter schon. So wie so Sith-mäßig. Ja, genau. Ja, vor allen Dingen, ich meine, am Anfang ist ja gar nichts. Da kann dich ja alles killen. Goldene Rute. Jetzt könnte ich es ausprobieren, theoretisch, oder? Jetzt kannst du es ausprobieren, ja. Jetzt kannst du dich dahin teleportieren, zur Not. Hoffe ich. Gucken wir doch. Jetzt bin ich schon neugierig, was da ist. Oder? Da oben ist ja, mach ruhig. Ja, geh ruhig rein. Wenn nicht, mach mal die nächsten zwei Stunden die Bosse so. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da runtergehüpft bin. Ich muss das ehrlich sagen. Hart einstellen. Beim ersten Mal bin ich auch als. Das ist doch ein Bonfire. Achso, man kommt nicht mehr hoch. Deshalb. Ja, ich verstehe. Außer der Chat weiß, wie man sonst hochkommen könnte. Wie denn? Weiß ich nicht, vielleicht haben die irgendwas. Mhm. Könnte auch sein, dass das. Ich weiß der Chat immer nur, wie man jemanden runterzieht. Oh, was war jetzt schon los? So viel Spaß. Oh ja, da siehst du jetzt schon den bunten Mix, obwohl der hier ganz gut hinpasst. Den kenne ich noch nicht mal. Der ist auch ehrlich gesagt nach nicht was. Alter. Was ist denn das für ein Vieh? Wieso kann ich den nicht. Ah, ekelhaft. Oh, der hält auch noch so viel aus, ey. Halt. Ich hänge. Ach, ja, das ist die aus diesem Sumpfgebiet, die da random aus dem Boden rauskommen. Du kennst ja den Sumpf noch nicht so, oder? Ja, hier, Lyonia oder wie er heißt. Da habe ich mich schon ganz gut umgesehen, aber der sieht ein bisschen anders aus in diesem Licht. Alter! Bisschen hübscher als sonst. Oh, das war. Heißt das jetzt abgeben oder was? Würde ich schon sagen, oder?
Also wie du willst. Naja, das Ding ist, du willst ja ein bisschen üben, ne? Also ich will dir jetzt auch nicht. Willst du weiter spielen? Nee, spiel ruhig. Na, ich werde jetzt ganz sicher ihn nicht besiegen. Ich habe das ja auch schon seit einem Jahr nicht mehr gespielt, um ehrlich zu sein. Und jetzt habe ich auch noch die lächerliche Steuerung. Was ist das denn für eine Steuerung? Das ist die ganz normale Steuerung. Ups, alles falsch gemacht. Hast du den. Aber du hast doch was verstellt, oder? Irgendwas ist hier verstellt. Ich habe nichts verstellt. Dass man hier in die Hocke geht? Wie rennt man denn nochmal? Ach so, das ist hier auf dem Knopf, ne? Alter. Du hast wahrscheinlich was bei dir zu Hause verstellt. Und wo ist denn jemand rennt? Ah, Kreis. Nee, es ist schon eine Weile her einfach. Schon eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Stark. Ja. Zum Glück habe ich ja alle meine Tränke gerade schon vergeudet. Das ist das Problem an Randomizern, dass die halt nicht gut gebalanced dann sind. Bitteschön. Also hier ist sehr schwer. Ups. Aber das soll ja auch irgendwie Spaß machen. Man soll sich ja die Zähne ausbeißen und sagen, wie soll ich den jetzt schaffen? Das ist, glaube ich, eher für die Leute gedacht, die das normale Vanilla-Game schon 30 Mal durch haben. Würde das denn jetzt auch mit New Game gehen? Also könnte ich New Game Plus mit meinen ganzen Sachen kämpfen und dann einen Randomizer machen? Das könntest du machen, ja. Das ist doch schon wieder, dann ist doch gleich wieder alles ein bisschen besser, ne? Ich empfehle bloß vorher ein Backup zu machen, weil sonst hast du vielleicht das Problem, dass der Spielstand corrupted ist und den nicht mehr in deinem normalen Spiel benutzen kannst. Also ganz kurz, lieber Chat, wir können euch da beruhigen. Natürlich ist das Bingo Battle dann nicht randomized, sondern eben, ne, das hier ist nur so ein bisschen die Vorschau, um euch einzustimmen und euch gleichzeitig noch ein bisschen was zum Spiel zu zeigen. Der andere da hinten ist nicht gut. Ah, scheiße. Ich meine, Finn schon zu 7. Und hier ist eigentlich mit dem Balancing ganz gut geregelt, weil die alles versuchen, so ein bisschen down zu scalen. Bei Dark Souls Randomizer, als die Sendung war, hat man, glaube ich, diese komischen Speer-Dudes aus dem DLC, die diesen Speer in sich drin haben, so ein Pfahl. Und die one-shotten einen halt komplett, wenn du da anfängst. Hier geht's ja noch. Man kann so halbwegs gegen die Viecher bestehen. Ja, ich denke auch, klar, wenn man da jetzt ein bisschen üben würde, kommt man da schon durch. Aber es ist ja auch ein bisschen beengt. Das stimmt. Also seine Angriffsmuster sind halt hier in der Höhle auch ganz schön heftig, weil du kannst ja nicht weg. Guck mal. Du kannst ja nicht entkommen. Oh, schön. Alter, ist das ein. In dem Tunnel ein Drecksgegner. Aber ich hasse den auch in der Hütte trifft man den doch auch, ne? In so einer Hütte du bist in so einer Hütte, die ist ganz eng und da kommt eins von diesen Viechern oder so ein ähnliches und rammelt dich die ganze Zeit in die Wand rein. Und du denkst, ey, warum habt ihr den hier in die Hütte gepackt? Ich glaube, du verwechselst mit Sekiro, da gibt's so einen. Das ist aber wahrscheinlich sogar die gleiche. Mann, ey, Vollidiot, Simon. Nee, ich glaube, du hast recht, das ist Sekiro. Der mit diesen vielen Messern. Ja, ja, wo du die ganze Zeit staccato. Genau, den musst du dann so bling, 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 bling. Nee, dann verwechsel ich das, ja. Aber ich glaube, dass der sogar. Wahrscheinlich wie immer bei FromSoft die gleiche Animation. Also der ist dem auf jeden Fall in irgendeiner Form nachempfunden. Okay, so, jetzt nur rollen. Der erscheint, glaube ich, hier bei beim optionalen Gebiet, wo Malenia auch ist. Und unten in den, wie heißt denn das nochmal? Da in dem Baum. Erdtree. Valhalla, was weiß ich. Oh. Ja, vor allen Dingen hat der echt, der haut, glaube ich, viermal oder so. Zwei, drei, vier. Jetzt habe ich tatsächlich zwei gemacht. Ey, darf ich noch einmal? Ich will noch einmal kurz machen. Warum bist du hier runtergehüpft? Er hat es dir doch gesagt. Okay. Oh, kann man sich überhaupt in Höhlen teleportieren? Wir werden den jetzt machen. Hört jetzt mal bitte auf rumzujammern. Ist ja nicht auszuhalten hier. Ich freue mich jetzt schon so sehr darauf, dir gleich die ganze Zeit dabei zugucken zu können und kleine Gemeinheiten sammeln zu können, wohl wissend, dass ich es auch nicht besser kann. Ich werde Bell vernichten. Ja, aber du wirst auch währenddessen fluchen und Sachen falsch machen und sterben und das ist der lustige Part. Ey! So, Martin, bitte. Hier, ich weiß, dass ich den kriegen kann eigentlich. Bitte kannst du uns jetzt aus dieser Tutorial-Höhle. Also beides. Vor allem Hölle. Der macht seinen Angriff und da musst du doch eigentlich nur zur Seite rollen und dann einen kurzen beigeben. Und das musst du 10 Mal machen, ungefähr. Das ist halt schwer, hier allen Schlägen auszuweichen, weil es hier auch so eng ist. Um Lothar Matthäus zu zitieren, you have to find the Rhythmus. So. Das kann gerne, genau wie Git, kann das so eine der offiziellen Slang aus ja, das ist schon Begriffe werden. Ist schon der Tod. Ah, er ist doch gar nicht so gut. Er ist nämlich eigentlich sehr schlecht. Ja, ja, Martin. Was das? Ja, Schlappi. Ausweichen, wird ihn nicht umbringen.
Das ist so gemein, ne? Wie wir ihnen auch einfach keine Chance geben. Nein! Mach ihn jetzt auch alle! Der Martin ist doch hier, guck ihn dir an. Ja, jetzt drauf, stütz dich drauf, einer deiner Arme. Ach. Ja, komm schon. Sieh den nochmal an. Der darf den jetzt nicht beim ersten Mal besiegen. Er hat ihn nicht beim ersten Mal besiegt. Ich war schon. Naja, aber das war ja nur so ein Showcase. Ah! Oh, ich hasse es. Dass immer jeder besser ist als ich. So, noch ist er nicht tot. Ah, das war ja nicht mal. Jetzt kommt ja erst der Boss und wenn wir den nicht schaffen, müssen wir den wieder machen. Das dauert ja noch eine Weile. Oh, Scheiße, was macht der denn? Blutwolke. So, keine Flasks mehr. Viel Spaß. Ja, soll ja schon kommen. Wir hätten niemals in diese Tutorial-Höhle gehen sollen. Das ist eine komplette Schnapsidee. Ich frage mich gerade wirklich, ob ich jemals in dieser Tutorial-Höhle war. Ich glaube, ich bin nie da runtergesprungen, jetzt wo ich das so sehe. Doch. Ja, eigentlich sollte man, aber ich weiß auch, dass ich da relativ schnell einfach durch bin durch die Höhle. Bin ich da schon rein? Na, jetzt. Gucken wir, was er hat. Krass. Guck, Schimmer, echt diese ganzen deutschen Namen, ich kenne die gar nicht. Das klingt alles für mich neu. Oh. Nein. Also nicht wirklich. Das hätte ich auch geschafft. Ja, die Speere sind ganz geil. Die sind mega schnell. Dafür Speere sind. Haben wahrscheinlich auch eine gute Reichweite, oder? Ach, hier ist ein Glubschi. Oh nein. Oh, Vorsicht. Ah, ein Killerfrosch. Die sind ätzend. Die sind sehr ätzend. Ein Cursefrosch. Oh. Ei, ei, ei. Und zack. Das war gut. Souverän. Und Cursefrosch. Cursefrosch. Insta-Death. Komm schon. Diese Sau. Stirb einfach. Ja. Lecker Krabbeneier zum Mitnehmen. Was haben wir da? Ach, so ein Laberbürmchen, ne? Nicht der Rede wert. Dann probieren wir hier einen Drache mit drin in dieser Höhle. War auch ganz geil. Kann sich einfach nicht bewegen. Okay, den lasse ich. Auf den habe ich keinen Bock. Wer ist er? Ach so ein. Ja, Mann, du machst das wirklich souverän. Jetzt so wie ich das sehe. Statue. So, jetzt kommt der spannende Part. Jetzt gucken wir mal. Was haben wir hier? Das kann jetzt natürlich auch so eine Ratte sein. Elmer von den Dornen. Das wird schwer. Den kenne ich nicht. Das sage ich dir jetzt schon, doch. Ah, aber der Name stimmt dann immerhin schon mal. Okay. Das wird schwer, das sag ich dir. Da können wir uns direkt aus der Kirche beamen. Scheiße. Alter. Naja, die zwei Schläge haben schon was gemacht, aber. Ja, aber nee, es ist trotzdem, der hat ja eh wahrscheinlich eine zweite Phase auch. Der haut gut rein, der Typ. Ja, was? Also, was hat Mutter Gnade genommen? Nein. Ja, komm, wir können uns ja auch einfach rausspielen. Ja, oh, yeah. Wir gehen mal auf. Immer noch eine schöne Option. Wir gucken mal, was es noch so gibt in der Welt. Haben wir das auch mal abgehakt jetzt hier? So. Jetzt kommt da der coole Teil. Das Geil ist auch die ganzen Roba-Früchte und so sind mit irgendwelchen anderen Items, die du später finden kannst, oder mit Ärzten ausgetauscht. Sieht ein bisschen bescheuert aus. Also. Unser Charakter gerade, aber. Ich wollte gerade sagen, der Charakter sieht auch nicht gerade sehr helle aus. Venedig. Ach, da. Da haben wir doch also, ich krieg da immer noch so ein bisschen, krieg da direkt so ein bisschen Dopamin, so Restdopamin. Ja, Mann, weil es einfach so geil ist. Weil es einfach der geile Scheiß, Alter, ach, okay. Ne. Alter, der Bootsmann da hinten. Ja, die kann nix. Der ist statt dem Reiter jetzt wahrscheinlich, ja, oder? Das, ich glaube, den Bootsmann würde ich lieber machen als den Reiter. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch, wie Nils direkt am Anfang sich mit dem Reiter angelegt hat und 3 oder 4 Stunden lang nicht aufgehört hat, bis er gefallen war. Das ist so genau die Verbissenheit, die man hier triggert bei dem Spiel. Aber er ist der gleiche. Aber er hat, glaube ich, andere Sachen an, ne? Die NPCs sind alles dieselben. So, aber da lag doch was. Ach ne, das ist nur. So. Und was ist hier jetzt zum Beispiel? Du meinst, man kann jetzt hier schon geilen Scheiß finden, oder was? Ja, Schmiedesteine auch so Höhle. Genau, jeder Fundort kann das krasseste Item sein. Trainers Lily findest du ja auf jeden Fall nicht, normalerweise. Ja, die können auch random Shit droppen, die
die neuen, also nicht nur, sondern die. Auf jeden Fall droppen die Shit. Oh, hat der Glück, der. Känguru-Eichhörnchen, mach sie tot. Das gibt's doch nicht, bleibst du stehen. Du kleiner Willi, du. Patz! Ja, der droppt da aber nichts, ey. Gut. Ja, jetzt schön den Bootsmann da, ne? Weg damit. Erster Boss. Händler sind auch. Also, das Inventar der Händler ist randomized so rum. Ich hätte gern die Preise, müssten mal randomized sein. Das finde ich schön. Ich überlege gerade, ob das überhaupt Sinn. Bei Dark Souls war es ja so. Echt? Die Preise auch? Da hat es ja teilweise so 50 Seelen, also diese kleinen Check-Seelen, für irgendwie 30.000 oder so. Irre. Man kann natürlich auch Glück haben, dass es andersrum wird. Ja, weil deswegen macht man es ja. Man weiß, man kriegt ein paar schlechte Items und Chancen, aber auch ein paar, die richtig verlockend sind. Tiber-Seefahrer, okay. Ist die Frage, wo sich hin teleportiert? Okay. Nicht, dass er zu seiner richtigen Position teleportiert wird. Oh. Der hat jetzt auch seine Begleiter gar nicht. Oh nee, der ruft da so. Ja. Ja. Der hält auch ein bisschen was aus. Aber er kann ja trotzdem nichts. Ja, der ist hier völlig fehl am Platz. Ne? Das kriegt man direkt mit. Ja, er kann nicht schwimmen hier. Trottel. Aber schon angenehm, dass er jetzt keine Leute rufen kann. What the fuck? Okay. Ich bin aber schon wieder hier gegen scheiß Stein gerollt. Da hab ich jetzt Bock drauf. Okay, endlich mal nicht mehr in der Höhle mit dem Schweinegegner. Okay. Ich Quadrat die Waffen. Nee, ich trinken. Ja. Ich mein, irgendwie immer das Falsche. Ich spiele ja gerade wieder Wolong und das ist halt eine leicht andere Belegung. Wo lang spielst du das schon? Hey, ich würde so gerne einfach einen Euro kriegen für jeden Wolong-Wortwitz, den ich seitdem ertragen musste. Wo lang gehst du jetzt? Ja, exakt. Aber ich denke, du willst die alle machen. Was? Den Schiffs? Soll ich dir, aber die Leute wollen doch sicher noch ein paar andere machen. Oben sind doch die Riesen, willst jetzt den allerersten Boss willst du gar nicht machen. Nee, ich will zu dem Riesen mal und gucken, was da ist. Nee, ich will einfach den Leuten was bieten hier. Einen Bossfight? Ja, aber da oben sind doch auch Bosse. Oder? Die Schmelzen, nee, nicht die Schmelztiegel, sondern diese Siegel. Alter, der fucking Igel! Wie kann ich aufheben? Dreieck. Hey! Ich mach noch mal. Och, weil das jetzt also. Ja, dann mache ich jetzt den super langweiligen Trockenboss. Nee, dann stirb doch bei einem random Adler. Ich wollte und ich habe einen wichtigen Stein zum Aufleveln. Noch können wir tauschen. Er macht Bingo und ich kommentiere. Ich hab Bingo gesagt, nee, auf gar keinen Fall, Leute, werde ich spielen. Weil ich das gar nicht vorbereiten kann. Ich wusste ja nicht, dass du dich null vorbereitest. Wie lange kennen wir uns schon? So, jetzt hau den einfach um. Ja, aber der ist nur auch nicht schwer. Also das ist doch wirklich, das dauert einfach nur lang. Vielleicht hat er noch eine Phase, die nervt. Aber er kann ja nicht mal Feinde rufen. Ich habe das Ducken weg vom linken Analogstick gemacht, weil man sich immer im Kampf aus Versehen dann duckt, weil ich da immer so hektisch reindrücke. Hätte viel zu viel Energie. Alles gut. Wenn du L1 drückst, kannst du mit beiden gleichzeitig zustechen. Sag ihm nicht, was er zu tun hat. Ich wollte einen Tipp geben. Ich finde es lustig, dass ihr euch schon auf mich eingeschossen habt. Dabei habe ich nichts gemacht bisher. Also. Ich mach den doch gerade. Wo ist denn das? Wo ist denn euer Problem? Ja, also soll ich jetzt dich nicht dissen? Ihr könntet ja auch mal versuchen, lieb zu sein zu euren Co-Hosts. Warum? Ja, weil das irgendwie so, das passt so in den Zeitgeist. Ah, okay. Die Hater-Jahre sind vorbei, jetzt müssen wir uns anbiedern. Ich hab die Abbiegung verpasst irgendwie. Die Wholesomeness ist jetzt in der Mitte angekommen. Ausfahrt zur Nettigkeit. Ausfahrt Wholesome. Jetzt aber mal ernsthaft, lieber Chat. Oh, jetzt könnt ihr aber auch mal sagen, was die ja gerade geschrieben haben. Da denkt man schon, der Edel spielt nur Mittel und dann kommt Simon und lässt Edel wie ein Gott aussehen. Stand da gerade. Oh, ah, siehst du, jetzt hat er nämlich endlich seinen Kumpel geholt. Ja. Oh, da hätte ich den aber auch. Oh, der hat aber hier einen guten
Wer ist das denn? Der hat einen guten Radius, der mit seinem Auge hier. Das ist schon die Hälfte. Ja, aber es ist echt lahm. Der spawnt auch random Viecher? Oder? Ja, aber Moment, diese großen die gab's. Die kann der spawnen. Die gab's, okay. Genau. Es gab auch noch, in einem anderen gab's die kleinen auch. Soweit ich mich erinnere. Nein! Ich muss ihn weg, weg. Ja, ja, ich komme hier nicht raus. Schnell noch mal so ein Trank. Oh, ich habe keine mehr. Gut. Doch, du hast noch. Du musst nach unten. Die Kreuz nach unten. Alter, ja. Siehst du mal, wie lang das her ist? Ein Jahr. Wann kommt denn der DLC eigentlich? Ja, weiß man nicht. Aber er soll dieses Jahr kommen, habe ich gehört. Hoffen wir's. Gibt es schon mehr als den Screenshot mittlerweile? Also als das Artwork? Nee, gar nichts. Ich weiß nicht, da brauche ich tatsächlich auch gar nichts mehr. Ich will einfach nur, dass er kommt. Ich glaube, er wird sehr mächtig. Ja, in der Souls-Historie war es immer so, dass die DLCs die schwersten Bosse mitbringen. Mal gucken. Ja, vor allem, weil man die meistens im NG Plus machen muss, weil man ja durchgezockt hat. Ede, eine Sache. Yes. Wenn ich den jetzt kille, gehst du hoch und machst den Adler. Den Adler? Der mich gerade gekillt hat, weil der ja so einfach ist. Naja. Hey, ich sag, mehr will ich ja gar nicht. Komm, ist doch fair. Danach spielst du Metal Gear Solid endlich. Das wird jetzt ein Minusgeschäft für mich gleich. Ja, es wird wirklich nur zum reines Minusgeschäft. Jetzt komm, Diggi! Ich ärgere mich schon über die Wahl. Ich komme mit diesen zwei Sperren schon waffentechnisch. Ist mir das viel zu lahm. Ich hätte gerne was Schnelleres. Aber der R1-Schlag ist schon relativ. Komm, jetzt, jetzt kriegen wir ihn. Aber nee. Komm, jetzt werden wir gierig. Ja, jetzt hau ihn. Ja? Da geht er down! Le Mans. Oh, da kommt der. Der bleibt nicht. Souverän. Der fällt auch. Und mal gucken, was gibt's als random Belohnung? Can I get an F or what? Na, du hast Marikas Narbensiegel. Das kannst du direkt mal equippen. Mach das. Alle, wie kann ich denn hier. Was ist eh? Dreieck. Ja, ich weiß nicht, warum die Tastatursteuerung angezeigt wird, aber. Equip das. Willst du? Ja, es ist sau lange her. Was soll ich denn jetzt hier rumeiern? Alles gut. Danke für die Nettigkeit im Chat. Ach so, man hat ja am Anfang nur einen. Schön souverän runtergespielt. Nichts anbrennen lassen. Ja, aber der war jetzt wirklich nie. Das meine ich ja, das kostet nur Zeit und das ist jetzt so einfach. Also, nee, ich dachte, du willst vielleicht weiterspielen. Zum Adler, dachte ich. Ja, jetzt gucken wir erstmal, was hier in der Kirche ist. Lecker. Der Weihnachtsmann. Ich werde es nie verstehen, warum der so aussieht. Da hatte mir Julius vom Ton erst eine krasse Story erzählt, dass die so ein bisschen an Mongolen angelegt sind, weil. Ach, keine Ahnung, es war ganz komplex. Nee, aber die Klamotten, ja, aber hatten die auch diese Farben? Das finde ich so komisch. Aber ja, die hatten, genau, die haben wirklich diese. Auch, die sehen ja tatsächlich ein bisschen aus wie ein Weihnachtsmann, wenn du die Farben änderst. Naja, gut. Hat hier schon die geilen Schmiedesteine, okay. Aber sind überhaupt Einser dabei? Nee, ne? Naja, willst du den Adler mal versuchen? Ja, mach ich gleich. Dieser Adler. Das ist ein stingelschneller Scheißgegner, ey. Tatsächlich. Hat der nicht noch eine andere Waffe gehabt eigentlich? Auf dem Bild hatte er meiner Meinung nach doch. Ne, hat er nicht. Ich dachte, der hätte noch einen Säbel oder so auf dem Bild gehabt, aber. Ist da, ich erkenne hier kaum was. Was ist es? Wer es ist? Dreh ich mal um jetzt hier. Oh! Was? Den kenne ich gar nicht. Der gibt die Waffe, die er auch da hält. Ist normalerweise ein Boss oder? Weiß ich. Nee, ich glaube, das ist so ein. Ja, nee, das ist ein normaler Dödel einfach, ja. Das sind doch die Anfangsgegner, die da immer schön die im Wald rumstreifen. Die kannst du alle schön messern. Nee, der Typ ist. Den gibt's an einer bestimmten Stelle. Der droppt auch diesen. Nee, ach so. Blutschwert oder was der hier vergessen. Ich meinte von der Location. Das sind halt. Da stehen ja normalerweise. Normalerweise hier diese Ritter, ja. Genau. Ach, das ist der von dieser Blutkirche? Ja, genau. Ah. Also, ja. Okay. Gucken, ob er auch was braucht. Laut Chat ist es das Morgwin-Gebiet.
Nee, der ist im, vor der Hauptstadt gibt es so ein Gebiet, wo der ist. Oh. Mit der Waffe. Oh, what? Das kann er? Das ist krass. Ich hab's gekontert, ey. Oh, du lebst noch. Achtung, der wirft Dolche, ne, mit jedem Schlag. Stark. Mal gucken, was er droppt. Nichts. Oh, nix. Stark. Der Adler ist übrigens ja rechts hoch, ne? Ja, ne? Gerade aus. Was ist er hier? Ah, das sind die. Ah, diese. Ja, diesen all die Magie. Die vielen Armen. Boboda. So, wo ist der große böse Adler? War er da? Da ist er, ne? Nee, nicht du. Das war einfach nur ein normaler Adler. Ja, klar, aber nur ein dummer Adler. Nee, das ist ein kleiner Adler. Das sind hier die harmlosen. War das ein größerer sogar noch? Mhm. Die, die am Schloss. Nee, nicht Schlossmorden, sondern. Wie heißt das erste Schloss? Ich bin so lost in dem Spiel. Wo ist er? Hier? Ah, dann halt nicht. Ist auch egal. Irgend so eine Ruine war da doch. Hier, yeah, hier ist. Kommt, da ist er. Aha. Stolz in seinem Jagdgebiet. Jetzt sieht immer noch die Geschichte, wie er Simon gekillt hat. Na, bisher führt er. Scheiße. Ah, wohl doch nicht so einfach. Simon K. Simon K. Der heißt so. Simon K. Scheiße. Alter, was? Schmiedestein 6. Ohne Ratte. Da muss man vorsichtig bei den Ratten, da kann ich dir einige Geschichten erzählen. Ey, Ratten sind die allerschlimmsten, ne? Und vor allen Dingen die große. Und wenn die da zum 100. Mal kommen und du sie nicht mehr ernst nimmst, aber sie sich dann killen. Was ist da hinten? Feuermäßiges? Oh, ein Riese mit Feuerschwert. Das ist der Feuerriese? Ach nee, der Feuerriese kann es nicht sein. Oder? Weiß ich nicht. Nee, das ist einfach nur ein Riese. Noch ein Mr. Krabs. Ja, das. Ich guck's mir nur an. Hm. Hier schön in die Höhle. Oh. Nee. Nee. Lass mir einfach in Ruhe. Das ist natürlich auch ein gewisses Risiko jetzt. Also, weil wir noch nicht leveln können, meinst du? Ja. Ja, das auch tatsächlich, weil du auch viele Seelen schon mit dir trägst. Und ach ja, genau. Wollen wir überhaupt, ich meine, aufleveln und so machen wir schon? Oder ich meine, kannst du noch? Wird das nochmal irgendwann weitergespielt? Wie ist denn da der Plan? Spielt man das für länger jetzt? Oder geht es nur darum, ein Showcase mal zu machen? Ich glaube, bei dem Spiel bietet sich ein Showcase eher an, weil sonst. Also, ist ja so schon nicht so einfach, das Spiel mal eben durchzuspielen und dann auch noch randomized. Oh, Krabben. Aber immerhin irgendwie an der Location. Oh, crap. Ey, wie oft ich auch. Ich meine, das ist das Anfangsdorf, ne? Das ist eigentlich das Trainingsdorf, wie oft ich da gestorben bin. Es ist so deprimierend irgendwie, weil es wirklich der Anfang ist. Aber hatte ich viel Spaß. Irgendwann kannst du da so einmal durchlaufen und alle murksen, weil du halt irgendwie deren Laufwege so auswendig kennst. Ja, Limgrave ist auf jeden Fall das bestdesignte Gebiet, würde ich sagen. Da merkt man, dass sie damit angefangen haben. Und wie so oft bei so Spielen sind so die Startgebiete immer top und nach hinten raus fehlt dann die Zeit und dann. Wird auf Strecke gemacht. Das ist wie bei Dark Souls 1, so hier die Lost Izalith unten war ja auch einfach nur Copy-Paste, sah kacke aus. Ja. Aber Firelink Shrine war halt super dafür. Kann ich mir das nicht sagen. Undead Work. 200 plus Folgen, let's go. Sehe ich uns nicht, bin ich ehrlich. Ah, hier, MKDRP schreibt auch Spiele derzeit auch den Randomizer, mega gut. Ja, das ist einfach abgefahren, immer wieder, was man mit einem Randomizer alles rausholen kann. Was für ein bisschen Leben? Und lustiger ist eigentlich, dass es bei einem Spiel wie Elden Ring, was eh schon 100 Stunden geht, was so mega groß ist, so mega schwer sein kann, wenn man will, New Game Plus hat und, dass man selbst da sagt, oh nö, ich würde es gerne nochmal ganz komplizierter spielen. Irgendwie ist es mir nicht schwer genug und dauert nicht lang genug. Kann man da nicht irgendwie was machen? Und das finde ich immer wieder faszinierend. Du brauchst es eigentlich einfach nicht. Das ist halt, weil es heutzutage durch Internet und so die Leute sich vergleichen ständig und ständig toppen müssen. Früher, da hast du ein Spiel gespielt und dann hast du von deinen Freunden High Five gekriegt, wenn du es durchgespielt hast. Da hat keiner gesagt, wie? Und dann hast du immer den gleichen Move gemacht, sondern die haben ja auf die Schulter geklopft und haben gesagt, du hast Bowser besiegt.
Aber ich bin einfach nur unter ihm durch und hab dann die Brücke zum Kollabieren gebracht. Ja, aber egal, du hast die Prinzessin befreit. Das ist einfach geil von dir, ey. Heutzutage gehst du ins Internet, irgendwelche 12-Jährigen laden da ihren No-Hit-Run. Ja, ist doch wahr so. Wir hatten vor kurzem in Speedrun-Dale, tatsächlich, ich habe leider den Namen gerade vergessen, aber er hatte No-Hit-Run. Ey, einfach 2 oder 3 Stunden lang offener Mund und du starrst und bei jedem Gegner denkst du so, und einfach kein innerlich. Ja, er wurde 2-mal getroffen, insofern war es kein perfekter, aber das ist natürlich lächerlich, wenn du es vergleichst. Alter! Der krasseste Typ, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, könnt ihr googeln auf YouTube, ist der Typ, der alle FromSoft-Spiele hintereinander No-Hit-Run gemacht hat. Ey, tut mir leid. Der fängt an mit Dark Souls 1, 2, 3, dann Bloodborne, Sekiro und Elden Ring. Hintereinander No-Hit. Du kannst dir ja vorstellen, wenn du gerade irgendwie in Dark Souls 3 bist oder so und dann kriegst du so einen. Up, und kannst wieder von vorne anfangen. Da denke ich schon, Demon's Souls, das muss man eigentlich lassen. Oh, Scheiße. Das darf man nicht machen, sowas. Oh, ja, ich wollte sich zurücklaufen für ein bisschen Heilung da. Ja, aber jemand meinte gerade auch im Chat, dass es wirklich auch darum geht, dass du halt bei jedem Item dieses Glücksgefühl hast, potenziell kriege ich jetzt was richtig Krasses. Mhm. Wohingegen, wenn man es auswendig kennt, weißt du ja schon, was da wartet. Das ist schon irgendwie verständlich. Zumindest die Items. Aber die Vorstellung, alle Items auf der ganzen Karte absuchen zu müssen, nur weil ich ein bestimmtes Item nicht finde, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, das macht mich irre. Das könnte ich, glaube ich, nicht. Bei Dark Souls geht's ja noch, aber hier ja, alles absuchen zu müssen, wer kennt denn hier alle Items jetzt mal ernsthaft? Und dann ist es irgendwo ganz hinten an der Stelle, wo sonst wirklich nichts Wichtiges ist. Das geht nicht. Aber ihr kannst auch, wie gesagt, einstellen mit, dass du bei Kale eine Karte kaufen kannst, wo die Schlüsselgegenstände zumindest sind, dass du das Spiel beenden kannst. Meintest du, das ist auch wichtig, klar. Aber es ist sehr komfortorientiert. Ja, wo wir gerade bei crazy Leuten sind, die Elden Ring gespielt. Ich bin neulich. Steig ab! Steig ab! Warum steigst du denn nicht ab? Das ist jetzt mit L3 reindrücken. Was? Ja, das ist Standardbelegung. Ach ja, ich hab's ja geändert bei mir. Ja, okay. Alter. Oh, die Adler wieder? Ja. Hier ist eine Möwe, ein Histeradler. Das ist einfach nur große Möwe. Ach so, du guckst mich. Ja, aber du hattest natürlich jetzt nicht auch noch eine Ratte. Aber ja. Na, ich freue mich für dich. Mhm. Hast du gut gemacht. Ich freue mich sehr dann auf den Run. Dann bist du ja gut vorbereitet. Ach, komm mal. Aber ich glaube schon, dass das auch ein bisschen. Ah, oh, das ist ja assi. Das wird schon helfen, dass du hier jetzt noch ein bisschen üben kannst. Gerade so. Darfst du dir deine Waffen und so später aussuchen? Ja? Welchen willst du nehmen? Samurai? Sag ich nicht. Ja, aber ja. Aber ja. Den einfachsten, aber ja. Ist auch der coolste. Bekommt Ede beim Bingo Battle Zeit, die Steuerung zu ändern. Das wird eins von den Bingo Feldern. Ich lasse mich hier nicht ärgern von euch, ganz ehrlich. Das wollen sie aber alle. Die wollen das doch so gerne sehen, Ede, wie du dich ärgerst. Ich lasse mich hier nicht provozieren. Oh Gott. Überall, wo man hingeht, sind viel zu schwere Gegner. Aber mal ein gutes Item. Das sucht man hier vergeben. War hier nicht irgendwo noch eine. Da geht's nicht runter irgendwo. Da wie das hier alles so kreuz und quer. Aber da unten sind dann ja auch wieder, sind dann diese Mini-Bosse auch randomisiert? Oh, also kann da auch ein großer Boss drin sein, oder? Ja, also der alles zählt random mit zu den Bossen, ne? Krass. Wirklich alles. Oh, da ist ja gar nichts. Dann war das ja gar nicht die. Hier in der ersten Mine unten ist ja normalerweise auch so ein Troll, so ein Steintroll. Und beim Testball war da einfach auch ein Drache drin. So kann sich einfach nicht bewegen, weil das viel, viel zu groß ist. Oh, Steuerung randomisen. Hm. Das wäre ja auch noch was. So, jetzt könnten wir theoretisch mal gucken. Oh, ihr habt die Steuerung falsch. So, wir könnten mal gucken, springt da oben jetzt vielleicht gar kein Riese runter? Ich weiß, sagen wollte, als ich hier ein paar Aufgaben für Bingo Battle auch rausgesucht habe, habe ich ein Video von einer Frau gesehen, die einfach gleichzeitig mit der Tanzmatte und dem Controller das komplette Spiel durchspielt. So. Und also, wie du meintest, so, man muss sich immer wieder überbieten. So. Was,
Ja, ich finde das auch cool, ne? Aber gleichzeitig wird man auch so ein bisschen traurig, weil das alles so skillige Sachen sind, die man für sich selbst eigentlich nicht mal ausprobieren würde. Aber ich glaube, es ist immer nur die Frage, wie viel Zeit steckst du da wirklich rein? Also, ja, natürlich. Aber es ist halt so eine absurde Idee. Das kannst du niemandem, der die Spiele nicht kennt oder so, kannst du nicht erklären, warum du das machst. Ich bin für eine berufstätige Elternliga. Ich habe keinen Bock mehr, mich mit Leuten zu vergleichen, die nicht im selben Alter sind. Ja, nicht das gleiche restliche Aufgabengebiet sozusagen haben. Aber dürfte ich dann da auch mit oder brauche ich dafür Kinder? Dafür bräuchtest du Kinder, dich da mitzumachen, natürlich. Ja gut, dafür lohnt sich dann aber auch. Allein deshalb wünschte ich, du hättest Kinder, einfach nur, damit du einfach neuen Respekt von mir, Budi und Nils kriegst. Ich hab sogar ein bisschen Respekt vor. Ja, aber du kannst aber nicht den ultimativen, den du hast, wenn du selber Kinder hast und weißt, was für ein Shit wir noch nebenbei machen. Ja, aber da müsste ich ja von Budi am meisten Respekt haben, weil er hat am meisten Kinder. Das stimmt, ja. In der Tat. Und dann von mir und ganz wenig an Nils. Das ist das Wichtigste. Ja, da mache ich gar keinen Respekt an Nils, oder? Das ist ein Kind ist kein Kind. Ein Kind ist kein Kind. Das erzieht sich so weg. Es ist ja dann auch schnell 18 und dann ist es aus dem Haus. Aber wenn du dann noch mal ins Nachschiebst, das ist hart. Oh, lieber Krutotsch, ich kann nur sagen, wir haben auch noch andere Bingo-Battles. Letztes Mal war, warte mal, sag's nicht Skyrim. Was war davor? Weißt du es noch? Fallout? Fallout kann ich mir auch gut. Also ich hab's nicht gesehen, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen. Fallout 3 war da, glaube ich. Und dann gab's noch GTA gab's zwischendurch mal. Zelda. Was würdest du sagen? Also wir haben, also um das mal gleich vorwegzunehmen, wir haben auf jeden Fall schon einige andere Spiele gezeigt. Jetzt ist halt Elden Ring dran. Aber hättest du einen Tipp, welche Spiele sich sehr gut eignen für ein Bingo-Battle, falls Leute es so machst du ja auch mal zu Hause machen oder so? Ja, grundsätzlich kann man auf jeden Fall die Seite Bingo Sphinx sowieso schon mal aufrufen, weil da gibt es schon sehr viele vorgefertigte Spiele, auch so teilweise so 101 Dalmatiner ist immer so das erste, was angezeigt wird, weil da eine Zahl drin ist. Also gibt es wirklich zu allem. Also mittlerweile gibt es da hunderte von Spielen, die ja schon vornherein mit drin sind. Und sowas ist so ein Open-World-Dinger wie Elden Ring natürlich perfekt. Dark Souls zum Teil. Dark Souls 1 am ehesten, ich glaube, die anderen sind fast zu schlauchig, oder? Also zumindest Dark Souls 3 ist ein bisschen zu schlauchig dafür. Dark Souls 2 ist halt Dark Souls 2, also. Okay. Ist gut, aber. Aber vom Genre müssten es dann schon diese Open World Dinger sein, ich glaube schon, was anderes. Also, das macht sich einfach am besten dafür. So, Resident Evil 2 vielleicht noch. Das, wenn wir jetzt mal bei Resident Evil reingucken, ich glaube, Resi 2 würde auch noch mit der besten funktionieren. Ja, es ist auch. Eine valide Kritik natürlich, dass wir halt vielleicht auch viel Resident Evil und so Elden Ring und Souls und so machen, aber das sind halt auch die Spiele, die sich dann dafür natürlich gut eignen, wie du gerade gesagt hast, ne? Was meint die Regie mit Happy Hop? Hand of Blood? Hand of Blood hat Geburtstag oder was? Oder was heißt Happy? Ich hoffe, das heißt das. Also alles Hop gute, ist ja ganz Blood? Klar Hand of Blood. es gibt nur einen Hop. Eigentlich schon. Oh. Ach so, heißt der Soulspawn-Streamer, der. Ach so, der das. Der die. Der, worüber wir gerade No-Hit-Runs gemacht hat. Wieso hat er den nicht gestaggert, Alter? Ich finde den guten Boy, halt sich! Ich das hasse, wenn Gegner das machen. Dann hassen sie es auch, wenn ich es mache. Dann hast nichts mehr, was? Stich! Oh, wieder in die Hocke gegangen, hast du gesehen? Ich hasse diese Steuerung. Der ist schon wieder in der Hocke. Oh, schön, aber schön abgestochen noch. Easy. Ede, das war gut. Stark. Handbuch. Happy Hop ist der berühmte No-Hit-Runner. Ja, jetzt wissen wir es. Okay, danke. Aber trotzdem Glückwunsch, Max. Oh, was ist denn nochmal verkehrt? Deutlich. Ja, aber weiß ja nicht. Hätte ja sein können, ne? Verwitterter Dolch? Verbittert? Verwittert? Verzittert. Das ist aber doch ein Quest-Item. Das macht ja gar. Also. Quest-Items? Weiß ich nicht. Ganz schwierige Nummer. Naja, dann kannst du ja. Teilweise musst du dann ja alles, wenn du nicht weiterkommst, musst du theoretisch die ganze Welt absuchen nach dem Quest-Item, um weiterzukommen. Ja, das ist glaub mir, das ist das Nervige. Ja. Glaube ich. Also Quest-Items sollte man eigentlich da lassen, muss ich sagen. Das kannst du aber einstellen, so, dass der sehr großzügig, was du machen willst beim Randomizer.
Ah, ich würde aber schon gerne einfach mal so durchreiten und gucken, was ist dieser, was sind diese Riesen jetzt, die diese Karren ziehen? So, sind die auch drin? Ist da was anderes? Mistkäfer. Oh, was ist denn das? Random Crap. Ah, aber ist das Katapult gar nicht an? Die. Ach, stimmt, ist wahrscheinlich Barista, Ballista. Weil da keiner steht und es bedienen kann. Ja, schön dumm. Da, der Frosch. Ah, weil der Frosch davor steht. Das ist ja. Wollt man so nicht? Jetzt gucken wir mal, was hier. Schön. Ah, dadurch könnte Marit wahrscheinlich auch leichter sein als ursprünglich im Spiel. Ja, die Stelle. Oder meine ja, es Bosse. Gibt ja nicht so viele Bosse, die leichter sind als der. Ehrlich gesagt, also die Chance, dass der Boss schwerer ist, habe ich jetzt gar nichts. Ach doch. Ah, Riesen bleiben Riesen, die tauschen nur durch, schreibt MKDRP. Aber die Zwischensequenz müsste ja jetzt die gleiche sein. Oh, mal gucken. Bei Dark Souls 1 war es nämlich nicht so. Das haben wir jetzt. Hä? Ach doch, ist. Ach doch, schade. Godfrey? Hä? Oh nein, das ist der. Ach du Scheiße. Das ist der letzte Godfrey. Das kannst du ja komplett knicken. Ja, gut. Sehe ich ihn auch mal. Alter. Okay, ein Schlag, okay. Ja. Das ist einer der Bosse, der schwerer ist. Ja, vor allem ist es einer der letzten Gegner. Also ja, ich meine, klar gehe ich da jetzt mal hin zu dem, aber das ist natürlich. And that's about it. Ja, das ist ohne Level up. Well. Wir haben ja ein paar große Runen bekommen, die können wir benutzen. Könnte ich denn, ja, man könnte hier auch mal einen rufen, ne? Das wird nicht viel bringen, aber ja. Naja, ja, aber wenn es schon so ist, ne? Na? Da kommen die jetzt auch gar nicht, weil das nicht. Ah, doch. Hat er auch Random Equip? Nee, das sieht recht normal aus, oder? Sieht eher aus, als hätte er so einen Krückstock. Okay, komm, Junge. Das ist der oben in der Hauptstadt. Der kommt noch mal ganz am Ende. Okay. Ja, toll, ey. Mach zweimal Rolli. Darf ich noch einmal? Ja, das war jetzt schon ein bisschen kurz. That's what she said. Oh, das ist eine gute Frage. Durchs Beschwören bekommt der Boss mehr Leben und droppt weniger Runen. Oh, stimmt. Das war ja, glaube ich, so, ne? Die droppen weniger? Das ist ja frech. Also zumindest das mit der Energie, glaube ich schon, dass das stimmt. Na ja, gut, dann komm, lassen wir es mal. Mach ich einmal so. Das Beschwören hat länger gedauert als der Kampf. Okay, so, also wie, ich muss hier offensichtlich ein paar Mal rollen. Einmal. Okay, hier hält hier. Ja. Da kommt noch einer. Und dann noch einer. Nee. Steh ich. Nein! Ja, okay, möchte noch mal jemand? Ich probier's noch mal, aber. Es ist schon. Ist schon unmöglich. Okay. Ja, noch eine zweite Form, ne? Ach komm, ey, das kannst du nicht machen. Ich meine, wir haben nicht mal ein Level-Up. Aber du kannst natürlich gerne in noch andere Locations gehen, ne? Ja, da haben wir noch genug von. Und ganz unten können wir auch noch unsere Ruhe gleich mal snacken. Wir haben, glaube ich, eine 9er oder eine 6er vorhin bekommen. Muss bestimmt ein Level-Up geben. Dann wird er easy. Was ist das denn? Also, ich fand ja, klar war der erste leichter. Aber ich habe auch an dem gesessen eine Weile. Ja, am Anfang normal. Okay, hat sich erledigt. Mach ruhig. Ich habe jetzt eigentlich einen. Ich habe jetzt eigentlich schon Bock, mir die nächsten 3 Stunden in diesem Boss gemütlich zu machen. Bin ich auch ehrlich. Egal, mit oder ohne Rindo. Ja, viel zu früh beim Boss. Pff. Weiß nicht. Wenn man weiß, wie es geht, kann ich mir schon vorstellen, dass der erste Boss viele legen können, ja. Den hier kenne ich halt gar nicht. Wir haben ja nicht mal einen Parry-Shield, sonst könnten wir den richtig geil parryen, zumindest den ersten Boss. Also den normalen. Das würde mich auch mal interessieren, nachdem ich jetzt ja Sekiro und Wolong durch hatte und dann dieses Parry, sag ich mal, ein bisschen häufiger gemacht habe. Sehr gut bisher, Madden. Frage ich mich, ob ich nicht die alten Dark Souls und so anhalte, ob man dann nicht besser parry kann plötzlich. Ja, das ist auch nicht so schwer. Das ist eigentlich recht großzügig immer, das Window. Also ich habe das immer noch nie benutzt. Auf einen Gegner an, aber das ist ja eigentlich das schönste Gefühl, wenn man einen Gegner parryt irgendwie. Das ist so ein erhabenes Gefühl, gerade ein Boss.
Aber oft ist es halt schwer, weil gerade in Elden Ring haben die ja immer diese verzögerten Angriffe, also dass sie so langsam ausholen und man nicht so genau weiß, wann es runterkommt. Das macht ja fast jeder Boss. Und dann, ja, und sie machen noch so einen extra Schlenker mit dem Arm, irgendwas kommt immer. Ja, und dann ist es halt mit dem Timing oft dahin. Ja, das sieht das schon sehr gut aus, was man. Oh Gott, macht der Schaden. Scheiße, war ich, da war ich zu greedy, ey, der eine zu viel. Das war wieder der typische. Ah, vielleicht bringe ich noch einen Schlag an. Yeah. Das ist mir noch nie passiert bei Souls. Ich bin da sehr diszipliniert. Oh, können wir schon in die Feste? Können wir schon zur Ritter der Tafelrunde? Da müssten wir jetzt eigentlich kümmern oder nochmal. Also wenn da mit ihr Quatsch. Da könnte man ja auch direkt einen Boss legen. Wir brauchen ja einfach mal irgendwie geiles Zeug. So. Ja, ja, halt. Halt doch mal jetzt den Rand. Will ich sowieso verraten. Die ultimative Macht. Und unsere Runenchecks gleich noch benutzen. Das müssen sein. Er hat vorhin noch einer den Tipp gegeben, dieser, das, was eigentlich richtig lame ist im Vanilla-Game, die ganzen Friedhöfe, wo so große Särge mit draufstehen, wo sehr viele kleine Seen sind. Da kann natürlich sehr viel cooler Scheiß sein. 2000. Wo? Ja, diese kleinen Mini-Friedhöfe, die überall auf der Map verteilt sind, da, wo eigentlich normalerweise so Rune 1 oder 2 mit drin sind. Da sind jetzt keine Runen mehr? Nee, da kann alles drin sein. Da kann ein geiler Scheiß drin sein. Halt 9er Runen. Das geilste wäre, glaube ich, 9er Runen, was man da halt direkt schnell leveln kann. Jetzt bin ich gespannt, ob die auch random Waffen haben. Das ist doch der gleiche, oder? Nee. Voll. Voll. Oh, eieiei. Alter. Aber das war doch der Sound, den er eigentlich macht, wenn er gestaggert ist. Dieses Boom. Hast du es gehört? Mhm. Dieses dumpfe. Mhm. Aber ist der dann normalerweise auch? Oder ist es ein anderer? Oh, schön. Ach, jetzt will sich heilen, die Sau. Ach, du heiliger Alter. Oh. Ich will noch mal. Na ja. Die Waffen gefallen mir überhaupt nicht. Ich hätte was gerne was anderes. Ich spiele nicht gern mit Speeren. Die haben ja extra krass gebufft, was Poise Damage angeht. Habe ich privat mit einem Kumpel zusammen angefangen. Und die staggern halt Bosse sich richtig, richtig schnell. Das macht richtig Bock jetzt. Das mal so. So. So machst du denn nicht zweihändig? Ist es bei dir auch umgelegt? Okay, es ging nur, glaube ich, oben. Alter, der Florentin hier. ihr hört das ja nicht, aber wir hören Florentin halt, als würde er hier im Raum mit uns herumschreien. Oh Mann! Und die Verzweiflung in seiner Stimme auch. Ich kann mir vorstellen, schön beim plus 20er gerade. 3 Sekunden ausgelaufen. Absolut. Dreckiger Lumpenstück! Einmal noch. Ja, bitte. Ich komme mit dieser Waffe überhaupt nicht klar. Ich habe mir noch nie gespielt. Es nervt mich. Die ganze Reichweite, alles ist scheiße an dieser Waffe. Halt die Fresse jetzt da hin! Da drüben, von da hörst du den Floyd. Es ist fantastisch. Ich bin zu Hause. Bin gespannt, wann wer wo reingeht. Ob Florentin zuerst zu uns kommt und sagt, wir sollen ruhig sein. Das gibt's doch gar nicht, Florentin, jetzt aber ruhig, ey! Ey, können wir bitte einfach, können wir mal Florentin schalten? Verliert wohl sein Ligaspiel gerade, ja, das glaube ich auch. Bam! Oh, ey, Stamina ständig leer mit dem.
Fick doch! Hast du gerade den. Nein, ich habe den Ballon nicht geschlagen. Danke an die Leute, die hier den Ballon vorbeigebracht haben. Das ist eine Rakete und für dich auch ein Brief dabei. Und Bohnen. Und eine Dose Bohnen als Anker. Aber die will ich haben, wegen dem Protein. Sicher, Briefe für euch dabei? Ja, aber der Ede kann ich lesen. Wie komme ich hier wieder weg? Ich will diesen Boss nicht machen. Ich will draußen kleinere Bosse machen. Ja, musst du ich frage das ernsthaft. Ich ja, weiß du musst dich rausteleportieren. Hier. Okay. Du musst erst weg von der Tür einmal. Muss von der Tür. Jetzt so? Ja. Das ist auch so langsam. Habt ihr einen Wunsch oder soll ich einfach irgendwo hin? Ja, die Hütte den Typen, den ich gerade gemacht habe. Nee, den will ich ja nicht. Ne? Zum Schloss. Nordseite. Ja, du kannst mal gucken, ob es den Drachen da, oder statt dem Drachen. Ja, wer ist denn da jetzt, genau? Vielleicht ein anderer Drachen oder so? Mal gucken. Ja, das ja aber wenn die Riesen schlecht. Eine Kategorie sind, können ja auch sein, dass die Drachen vielleicht auch so eine Kategorie sind. Ne? Irgendwie. Also, dass die Drachen durchgezwitscht werden. Kannst du das Pferdchen auch nehmen? Dreieck und digitales Steuerkreuz nach rechts. Gleich Pferd. Ich wünschte, ihr könntet das hören. Will mal die Tür aufmachen. Goldene Rune 1, leck mich doch. Also der Drache ist weiter rechts. Da unten. Ja. Im See. Mit Dreieck kannst du es nehmen. Ja, ja. Das ist ein anderer Drache. Das ist ein schwarzer, ne? Naja, das wird's nicht einfacher machen. Nee, das stimmt. Das ist richtig, weil das ja der leichteste Drache wäre. Oh. Hä? Die Typen? Tödliche Quali. Was ist das hier? Mann. Ah, nee, ich dachte, du meinst hier irgendwie. Nee, der Typ da hinten, der ist krass. Ja, okay, also das ist ja zu hart. Aber den könnte man vielleicht. Naja. Der sieht auch interessant aus. Mhm. Ach, ist ein Troll wieder. Ein Trenchcoat Cthulhu. Ein Priester-Troll. Oh, okay! Nicht gedacht, dass der jetzt hier so einen Angriff gerade rausfährt. Und Mr. Crab. Ja, aber ich will ja trotzdem. Ich will mal ein bisschen kämpfen, komm. Okay. Das lobe ich mir. Ah, das gibt's doch nicht. Hat noch ein bisschen, Bewachung. Ja, sonst wäre es wirklich zu einfach. Okay, das ist natürlich jetzt irgendwie Quatsch. Aber ich hätte schon gerne. Ich kann's den Drachen auch wieder locken. Warte mal, R1 und, nee, was war nochmal, Pferd rufen? Du hast ja gerade eben gesagt. Das Pferd ist tot, das kannst du jetzt gerade nicht rufen. Ach, das macht gerade eine Pause. Stark. Ja, ich wollte es auch wieder zu viel. Es ist immer dasselbe. Du lebst noch. Stark. Schön, wieder da. Ah, stark. Bin enttäuscht. 100 Seelen, ich lach mich schlapp. Also offensichtlich ein Schneider für Riesen. Ich glaube, die Riesen machen das unter sich, weil wahrscheinlich sie nie richtige passende Klamotten finden, oder? Aber dann gibt es trotzdem einen, der ja die Fähigkeit besitzt, aus Stoff einen Kapuzenpulli zu machen und das anderen Riesen anbietet. Hast du mal was? Hast du was mit Kopfbedeckung? Oh ja, mach ich dir. Einer hat angefangen und dann wollten es alle, ne? Glaube ich auch. Vielleicht hat er sich auch einfach in der Decke verfangen. Das kann sein. Und so war der Kapuzenpulli geboren. Oh, leer? Ja. Dachte für eine Sekunde, ich habe vielleicht noch was. Möchtet ihr wieder? Ja, aber ich würde sagen, wir machen erstmal ganz vorher eine kleine, kleine Pause hier und dann sehen wir uns gleich wieder. Hey Valentin, na? Hey. Endlich Blumen für den Garten oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind doch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Ha. Danke. Willkommen zurück zum Let's Play Randomized. Und Eddie ist schon krass dabei. Er ist schon direkt dem nächsten Drachen begegnet. Und dem größten Endgegner hier im Spiel. The Aidloss. Wir müssen jetzt aber echt mal auf die Suche nach guten Waffen gehen hier. Das kann doch so nicht weitergehen.
Ja. Also, dass hier Sonne. Aber dass die da schon sind, das ist richtig widerlich. Das dürfte eigentlich nicht sein. Diese komischen fahrenden Masken mit ihrem Feuer. Ich glaube, das ist Zufall. Das ist. Schon gemein, dass die da mit sind. Wir müssen irgendwie geilen Kram kriegen, für den wir nichts tun müssen. Hier zum Beispiel vielleicht. Oh, spring doch. Ist hier normalerweise der Kürbiskopf? Was ist das denn? Da bin ich auf die Schnecke reingefallen. Geisterrufer, Schnecke. Kenn ich auch gar nicht. Aber ist es die Schnecke oder der Geist, der da gerade gekämpft hat? Das ist halt die Frage. Vielleicht irgendwo im Raum ist eine kleine Schnecke und die muss ich eigentlich bekämpfen. Ich versuch's noch einmal. Ist es Vanilla denn so oder ist. Nee, da unten ist der Hutmann, oder? Dieser mit dem großen Helm oder so. Ich hab mich verlaufen. Ich finde diese Ruine, Mann, ich bin dieselbe Spieler. Immer. Ne, die Ruine ja, aber dann in der Ruine diesen einen da rechts rein. Ne? Das ist immer nervig. Da ist nämlich auch ein ganz wichtiger Raum für den Magier. Ach, ist hier. Alter, was hat der denn für eine Reichweite, der Boy? Den Speer kann er bei uns geben. Oh, schön. Ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Schnecke wird unsichtbar und ruft Geister. Ja, stimmt, du hast ihm auch ganz. Gar nichts abgezogen, ne? Sondern bloß dem Geist selber. Ha! Ja, man muss die Schnecke hauen. Da ist irgendwo eine Schnecke, eine unsichtbare, die musst du hauen. Du musst gar nicht den Typ hauen. Und dann droppt der wahrscheinlich irgendeine Blume. Ja, ich versuch's noch einmal. Du musst Schnecksche hauen. Die Schnecke. Der helle Schein auf dem Boden ist die Schnecke, okay? Heller Schein. Da gucken wir doch alle mal. Ja, da, direkt bei ihm hinten. Alter, ich wollte doch gerade, ich hab da den Button schon gedrückt. Ja, hier, ne? Ja, 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 genau. Schlag sie. Ja. Direkt neben dir. Ja, ja, neben mir ist. Der Typ hat halt auch wirklich die Reichweite wie Mr. Beast oder so. Der kommt direkt. Alter! Die Reichweite wie Mr. Beast, das gefällt mir. Die hätten wir alle gern, ne? Ja. Nein, einmal zu viel. Heil dich, heil dich. Und ausreichend. Der Bohrer? Ja, easy. Kenn ich alles nicht. Mann, das ist einfach so ein schnelles Ding. Ja, aber den schaffst du. Aber den schaffst du jetzt. Soll ich nochmal? Mach du. Immer nochmal. Ja, du wagst, du schaffst den selbst. Will den jetzt auch schaffen. Und direkt nochmal los. Sexy Schnecke. Ich muss so eine Zwangsneurose, wenn ich irgendwas zu trinken stehen habe, muss ich die ganze Zeit dran nippen. Das ist richtig schrecklich. Ja, ist doch gut. Ich trinke viel zu wenig. Ja, man soll ja. Ich habe das letzte Mal am Samstag getrunken. Und was? Und was? Wodka. Geil. Das glaubt man gar nicht, wie lange man wirklich der Durst gelöscht ist von so einer Flasche Wodka. Alter! Alles andere auch. Dieser Typ! Lassen Sie mich bitte. Okay. Stark aus. Ich muss ihn hier hinlocken, ne? Ey, ja. Dieser Schlag, wirklich, ich komme nicht schnell genug weg. Drei macht er. Ja, jetzt hau sie. Nochmal. Mit der blöden Schnecke. Das wird ihr eine Lehre sein. Schön. Schöner Schaden. Halbe Energie. Mit einer Aktion. Richtig stark. Er guckt einfach zu, ist der schlechteste Leibbecher, den man je gesehen hat. Nein! Ja, gut. Lock ihn wieder weg, lock ihn wieder weg auf die andere Tür. Ja, ich glaube, so ist gerade gut, er läuft ein bisschen zurück. Ich glaube, der hat Angst vor der Schnecke selber. No, jetzt wieder. Ja, weiß ich nicht, ob der Angst vor. Ich will nur diesen einen Schlag nicht. Jetzt noch einen Schlag! Nein, wo ist sie? Da. Noch einer. Yes! Hey!
Und was gibt's? Der Schneckinator, ausgeschleimt. Gibt's was? So. Gibt's? Und die, die Schatzkiste. Das Schneckenhaus geht jetzt in meine Immobiliensammlung über, werde ich direkt an BlackRock, werde ich die verkaufen, das Schneckenhaus. Warte mal ab. Direkt weiter. Hier, das hat eine Rendite. Was gibt es als Belohnung? Muss durch die Tür. Ja, aber da ist doch nur, da ist, glaube ich, der Händler. Wenn ich mich nicht täusche, ist da einfach nur ein Händler. Ja, random. Hallo? Da ist sie nämlich. Ja, ja, I know. Schon gut. Nee, du willst doch, guck doch mal, was ich im Angebot hat. Aber sind wir denn Zauberer? Ja, aber vielleicht, wir wissen ja, es ist ja random. Deine Hintergrundgeschichte interessiert mich nicht. Hier sind wirklich nur Zauberer. Das sind nur Zauber. Ja, hab ich doch gesagt. Aber gute. Also die sind an sich jetzt gar nicht so schlecht, glaube ich. Enttäuschung macht sich breit. Ey, ich liebe den Zauberer hier, muss ich echt sagen. Ich hab das so gerne mit Zauberer gespielt. Das sieht auch richtig geil aus. Das ja. Fühlt sich richtig gut an zu zaubern. Das ist es. Hat schon diesen. So geil rein, ey. So wie man sich einen Zauberer vorstellt, so spielt es sich dann auch. Kein Hüpfen? Doch. Ja, nimm das Item. Ja, aber da ist irgendwie alles, ne? Hier. Ich nehme Schaden vor allen Dingen. Alter. Alles für eine für Handvoll Hosen. Spielstein. Ja, ist ja gut. Mein Gott, Leute. Geronimo. Shit, nee, dann. Warum haben die anderen so eine krasse Reichweite? Aber hier mit dem Stab ja, reicht's nicht. Für einen Speer ist er echt ziemlich enttäuschend. Man, also man denkt immer, ach, den treffe ich bestimmt, weil ich habe ja einen Speer, aber man trifft nicht. So ist es wirklich. Ne? Es kommen ja aber auch wirklich alle zusammen. Vor allem, das sind so krasse Gegner, aber die bringen halt überhaupt keine Erfahrungspunkte, weil die hier auf Level 1 runtergeschraubt sind. Hallo? Ist ja eigentlich auch ein Adler, ne? Im Prinzip. Ledermaus ist auch nur ein Adler. Fledermaus. Kollege. Ich sehe Kollege im Chat und ich bin sofort hooked. Was ist das für ein Gag? Den schneide ich nicht. Kollege, der Mobboss, Fitini und J9. Wo ist der Gag versteckt? Ich weiß, find's gar nicht. Das fragen die sich bei uns ja auch immer. Alter! Den musst du ja erklären, leider. Das ist der Stagger. Hätte ich ihn sogar Stagger noch können, noch hier finishen. Und was für ein geiles Item? Reptini da drüben oder was? Was geht? Shit, das ist eine Millisekunde hat gefehlt. Wer wird den nächsten Treffer machen? Bisschen Energie wäre jetzt nicht verkehrt. Heilig. Heilung. Ich habe noch nichts mehr. Oh, einen. Habe ich den gefunden gerade? Du kriegst den, wenn du Gegnergruppen besiegst. Simon K., Elden Ring Profi. Ja, du kannst hier mal auf den Wagen hüpfen von der Karawane und hinten das Item holen. Vielleicht ist da was Geiles. Ja, aber rechts der Wagen ist gar nicht mehr da. Stattdessen ist jetzt die Blume. Nee, guck mal nach rechts. Ah, doch, da vorne, ja. Die haben sich aber aufgeteilt. Ach, diese Prozession, ey, wie oft ich die angegriffen habe. Hat mal einer. Ist denn mal hinterhergelaufen bis zum Ende? Nee, aber jetzt will ich wissen, wo sie hinwollen. Ich glaube, die bleiben. Suchen Parkplatz. Die bleiben irgendwann stehen. Ja, würde ich auch, wenn ich die ganze Zeit so ein Ding an einem Pfahl aus. Nein, da hinten die Kiste. Die Kiste. Moment, was meinst du? Die hier? Ja, hier. Hinten drauf, die Kiste. Ich dachte, man muss die vorher killen. Man muss die einmal unboxen, dass der Wagen stehen bleibt. Ach so, das kann sein. Ja. Ja, stimmt. Was nicht wirklich Sinn macht, aber okay. Direkt an den dicken Käsefuß. Jetzt. Kiste. Waffe. Kiste. Geile Waffe. Was kriegen wir? Es muss ja eigentlich eine Waffe sein. Oh, was war es? Gesprungene Dornenträne. Nee, nix. Oh, diese Viecher hasse ich ja richtig. Wie oft die mich gekillt haben in dieser verrotteten alten Stadt. Das sind auch die schlimmsten überhaupt.
Okay. Den kann man in den Kopf smashen mit einer Lunge Attack. Das sagt einem auch irgendein Händler oder irgendein Tipp, ne? Wenn man, ja. Bei irgendeinem Händler kann man so einen Tipp kaufen, das sagt einem genau das. Aber habe ich trotzdem noch nicht. Ich bin immer von hinten und hab den dann von hinten eingegeben. Ja, du kannst auch so von oben drauf springen im Kopf. Ja, fall doch mal runter, wie wär's denn mal damit? Ja, das haben die gefixt. Nein! Okay, das war. Oh, Leben. Ja, ich bin gleich tot. Oh, du hast nichts mehr, schade. Ja, schade. Soll ich mal speichern und abgeben? Dann haben wir wenigstens mal ein bisschen was gemacht. Muss noch weiter spielen. Ja, aber ich will eigentlich den Ede sehen. Siehst du ja gleich. Die Leute wollen auch den Ede sehen. Warum? Oh, der Adler. Da hat er seine Rache bekommen, ne? Die freche Sau. Ah, hat er den Schadler gemacht. Naja, komm mal, so abstauben. Ja, Ede, was soll ich denn machen? Naja. Ich übe halt ich auch. Ich kenn's ja auch. Ich weiß doch, wie es ist. So, jetzt. Erstmal zurück da. Was hast du vor? Ich muss kurz die Seelen holen. Ich meine auch schon wieder 1200. Man macht den Braten jetzt nicht fett, aber. Könnte man nicht auch einfach die ganzen NPCs töten und gucken, ob die nicht was Geiles droppen? Der gibt ja sowieso ein Item, oder nicht? Ja, aber das ist ein guter Gedanke, ne? Stimmt ja, die lassen ja auch was liegen dann. Ist ja auch nicht so easy. Also er wahrscheinlich schon, aber... Hauen um. Warte, dann gib mir erstmal so ein Item. Ja, dunkel. Scheiße. Wow. Nein! Ah. Halbmenschbock. Stark. Oh. Nichts? Oh. Ich war's nicht. Ich wasche meine Hände. In Blut? Blut. Leider nicht in Loot, aber. Ist das vorbei? Ja. Da ist ein Item. Einsam. Haben wir das Item? Ja. Oh Gott. Gibt es überhaupt Waffen im Randomizer? Oh. Müsste nicht irgendwo aus dem Friedhof sein? Das ist erstmal noch ein Item. Oh, wir können invaden jetzt. Kann man invaden und dann invadet man in einen Random-Spieler? Du meinst das? Alle mit Randomizer sich gegenseitig wave. Das Ding ist, ich glaube, man sollte es nicht tun, weil From Software es gar nicht gerne sieht, wenn man gemoddete Spielstände im Online-Play benutzt. Mm. Kannst du mal ganz schnell zu Ende gehen mit der ID. Mhm. Mit From Software würde ich es mir gerne nicht verscherzen. Das sind die einzigen. Das ist so der einzige, wo ich sage, okay, da halte ich meine Schnauze. Polizei ist mir egal, aber wie hier From Software. Völlig Staat, ist egal. Was sollen die machen? Ah, FromSoft, Alter. Was ist jetzt deine Aufgabe? Einfach rumreiten? Rumreiten und looten. Ah! Oh. FromSoft hat uns. Ja, eventuell liegt es am Randomizer. Ich glaube, wir wurden gehört. Was ist hier los? Ja, habe ich gesagt, legt euch nicht mit FromSoft an. Zack. Gepockt. Aber dann kannst du ganz kurz einmal das Menü zeigen, dass man das zumindest mal sieht. Kannst du wirklich sämtlichen Shit einstellen. Sehr umfangreichen, auch leichter, also man ist es ja beschrieben sogar, beschriftet, ne? Nicht aber nur irgendwelche random Dinger. Schlüsselgegenstände randomisieren, Falschverbesserung, ne, Flaschenverbesserung randomisieren. Das ist ja bloß die Item-Randomisierung. Man kann das wirklich richtig gut so nach seinem Vorlieben einstellen. Normalerweise ist hier dieser Haken aus, dass man bei Kale eine Karte kaufen kann. Ich kann sogar den Spielvortritt, was du brauchst, um irgendwo. Ja, interessant. Jetzt dürfen wir nie wieder From Software-Spiele spielen, verdammt. Jetzt kannst du hier noch so diverse Gegner-Einstellungen machen. Zum Beispiel wie die Bosse auch. Irgendwo ist hier. Boss-Namen ändern. Ja, und kannst auch einfach die Mucke ändern. Das ist auch richtig wild. Aber Moment, das sind dann nur die Namen. Es könnte der gleiche Boss sein, der heißt nur anders. Ich glaube, damit ist gemeint, wenn die Bosse getauscht werden, dass die Namen auch aktualisiert werden. Dass das nicht der alte Stil ist. Und sonst hier verschiedene Einstellungen zum Bequemlichkeit. Und hier können wir einstellen, dass man auf jeden Fall Waffen bekommt, die man
Zweihandnutzung auch ausrüsten kann. Dass man nicht am Anfang dasteht ohne Waffe. Aber ich mag diese Bequemlichkeits-Tickboxen. Hm. Haben nichts davon gecheckt. Wir sind so schon bequem, da brauchen wir das nicht. Reduce Upgrade Cost von Non-Somber Weapons. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Okay. Dann starten wir mal wieder. Tja, ich frage, ob wir denn jetzt. Wir haben ja gespeichert, ne? Wir können ja einfach nur. Speichert ihr immer automatisch. Ja, okay, das ist doch gut. Hoffe, das hat Mara gesehen, Mod. Der Chat, jetzt haben wir mal kurz Zeit, hier Augen auf euch gerichtet. Jetzt müssen wir erstmal wieder ins Game reinladen. Wäre das was für dich, Ede? Was? Sowas hier. Nee. Privat. Spielst du lieber Vanilla? Nee, es reizt mich tatsächlich, reizt mich diese Unterdisziplin von Spielen immer irgendwie nicht so. Auch so Speedruns und so, weißt ja, ist auch nicht. Also ich habe natürlich Respekt, wenn das jemand schafft und da so seine Zeit rein investiert, aber es ist einfach nichts, was mich persönlich reizt. Ich will so eine perfekt ausdefinierte Welt, möchte ich entdecken, die von einem Genie kreiert wurde. Nicht von einer. Da will man quasi nicht rumwerken. Nee. Ja. Das ist ja dann im besten Fall, wenn es ein guter, also jemand ist, der gut in dem ist, was er ist, ist es ja dann auch richtig geil und macht Spaß und motiviert. Und das hat man schon. Ja. Bin ich aufgepasst. Das ist dann für mich eigentlich. Ja. Und wenn, ich bin aber auch einer, so, wenn ich ein Spiel durch habe, ich spiele selten Spiele mehrmals durch. Ich habe auch ganz, also kann ich an einer Hand abzählen, glaube ich, welche Spiele ich in meinem Leben mehrmals durchgespielt habe. Klar, so ein NG Plus oder so, wo man dann noch so, oder wenn es dann einen Online-Modus gibt, wie bei Elden Ring oder so, dann noch ein bisschen, aber ja, wenn ich es einmal durch habe, dann nur das Item, du Sau. In der Regel lege ich es dann zu den Akten. Jetzt wäre ich fast auf den Ausknopf vom PC gekommen. Auch ein bisschen ungünstig hier gelegen, muss ich sagen. Tja. Let Me Solo Her macht gerade einen Run, wo jeder Gegner Malenia ist. Das ist wahrscheinlich die dümmste Idee. Warum machen Menschen das so? Hackt euch doch die Arme ab, ja, wie weit ihr kommt, wenn es darum geht. Ich verstehe das irgendwie. Also, nicht. Das würde bei mir so enden, wenn ich gegen Malenia so häufig antreten müsste. Ja. Der Mensch möchte immer. Es ist so wie Fassadenkletterer, die so eine glatte 90-Grad-Wand hochklettern und dann immer mit der Möglichkeit zu sterben im Hintergrund. Das ist so, der Mensch ist irgendwie. Ich habe neulich hier Neil deGrasse Tyson, Zitat. Es lebten bislang auf der Erde lebten 100 Billionen, also 100 Milliarden Menschen. Und wenn man ausrechnet, wie viele es theoretisch hätten sein können, sind es halt 100 Milliarden hoch irgendwas. Also halt noch viel, viel mehr. Ja. Das heißt, die Chance, dass man wirklich dann auch lebt, also durch die Genetik, durch die DNA, gibt es halt so viele unendliche Möglichkeiten, Menschen zu kreieren. Aber dass wir einer davon geworden sind, ist halt ein absoluter Ausnahme. Also alle, die jetzt sozusagen wir, du, haben schon ich, gewonnen, ne? Wir sind eigentlich schon quasi die Auserwählten, weil einfach Milliarden mal Milliarden nie geboren werden. Versteht ihr, was ich meine? Das ist sehr kompliziert. Aber danke, dass du es erklärst. Ich versuche es extra in einfachen Worten zu erklären. Und deshalb solltet ihr froh sein, dass ihr lebt und nicht an der Fassade hochklettern, von der ihr runterfallen könntet. Und damit dieses Geschenk leichtfertig zu verspielen. Wie sollen sie denn sonst Likes kriegen auf Insta und TikTok? Ja, na gut, das ist natürlich ein Argument, gegen das ich jetzt auch nichts partout in der Hand habe. Aber es ist so, wenn ihr gerade zu Hause sitzt und sagt, alles ist scheiße, ja, aber stellt euch mal vor, ihr wärt einfach so ein Samen, der ins Taschentuch gejisst wurde. Das wäre scheiße. Oder Socken. Möchte oder wo auch immer hin. Leben durch Socken ausgelöscht wurden. Ja. Allein. Naja, okay, das kann ich jetzt nicht sagen. Boah, egal, was du sagen wolltest, lass es. In meinem Kopf ist schon wieder so lustig, was ich sagen wollte. Aber die Konsequenzen schon wieder nicht mit in die Kalkulation genommen. Einmal durch den Filter laufen lassen. Aber ich finde, es ist doch einfach nur ein dummer. Es soll doch einfach nur Spaß machen. Es ist doch. Man soll doch nicht alles ernst nehmen. Es ist doch nicht wirklich.
tun doch. Ein Spruch tut doch niemandem was. Na doch. Oder doch? Ich habe mich auch schon über Sprüche geärgert, tatsächlich. Aber meistens habe ich mich darüber geärgert, dass ich mich geärgert habe über den Spruch. Das ist ja, das ist wahr. Man ärgert sich. Guck mal, wie dumm dieser Speer ist! Jesus! Christ! Ameisenschädelplatte! Hier müsste eigentlich auch. Ah, warte, hier ist ein Händler. Sehr gut. Hier müsste eigentlich nachts auch einer erscheinen. Wo ist es? Na? Zeit vertreiben. Mit dem Boss. Mal gucken, was hier. Mal gucken, was kommt. Es kommt. Kommt ja jetzt wahrscheinlich kein Reiter, sondern. Ja, okay, stimmt. Nachts, wir kommen ja auch noch mal neue. Wen hat er? Ich will keine Waffen. Aber krasse Talismänner. Kannst du den Ameisenschädel nicht als Schild noch benutzen oder so? Hast du da irgendwie was? Schild. Ja, es ist aber nichts, was uns jetzt weiterbringt hier. Das sind zwei Saaten da oben, ne? Hä? Aber günstig. 800 und 1000 für goldene Saaten. Das ist in der Tat richtig. Das könnten wir ja mal investieren, wenn wir da was haben. Schön reinknuspern. Kann sogar reichen, ne? Oh, da ist der Boss. Das ist wieder der vom Anfang, ne? Beim Notorio-Gebiet. Kannst du die Mana-Flasche auch noch wegmachen? Hä? Die MP-Flasche noch tauschen, also Flaschenauffüllungen verteilen. Weil ja, MP benutzen wir nicht. Ja, stimmt. Das hätten wir ja schon die ganze Zeit machen können. Oh nein, das ist ein Dings-Knight. Cool. Ich kann's von hinten. Kannst von hinten, mach von hinten. Ja, der Typ fistet mich. Fiste first. Der ist richtig Dreck, der Typ. Komm, der hat einen Lattenrost als Schwert. Also bitte, das ist doch wirklich nix. Was? Kein Stagger? Alter, hat der geile Moves drauf. Na, die Waffe ist momentan Meta, die er hat. PvP oder wie? Ja. Nee, PvE. Okay. Die kann halt, wenn du die hochskillst und mit Arcane scalen lässt, dann kann die halt Gegner one-shotten. Also Endgegner, meine ich. Oh! Und zwar. Alter! Oh, das wirbelt da das Schwert. Der Move nämlich. Den kannst du dann auch machen. Dann machst du. Dann sieht schon geil aus auch. Ja, das sind diese verzögerten Angriffe, die ich meine. Wert. Keine Energie mehr. Nee, ich war weg. Ich war weg. Und alle haben's gesehen. Bug! Auch so ein cooler Gegner. Ja, ne? Ja, eine geile Animation. Ja, ne? Kann man machen. Richtig Bach. Vor allem macht er auch so viel Schaden. Er hat den mit einem Schlag fast komplett zu dem gekriegt. Ja, Florentin schreit auch Blade Master, also. Ganz gut. Ey, ich. Ach nee, Moment. Entschuldigung, ich muss gerade noch mal gucken, wie kann ich das. Wie kann ich mein Pferd rufen? Dreieck und rechts. So, ja, es tut mir leid an alle, die verzweifelt sind, weil ich das nicht finde, aber. Niemand ist verzweifelt. Es ist halt echt lange her. Ich würde gerne mal wissen, was jetzt hier bei so einem Baumwächter, wie die aussehen. Ob da ein anderer ist. Check it out. Ja, ich weiß, ich kenne mich nicht gut genug aus, aber ich werde schon irgendwo was finden. Wow. Hauptsache Items looten. Ach stimmt, die Riesen, die auf einem Ballern sind, sind ja auch nicht hier. Stimmt, hier ist ein riesen Bogen. Ah, das sind diese T-Rex-Vögel, oder? Ja. Ja, das Gebiet ist leider lame im echten Spiel. Gibt ein paar lame Gebiete tatsächlich. Insgesamt wäre bei Elden Ring tatsächlich ein bisschen weniger mehr gewesen. Ein bisschen das Game straffen. Und dafür ein bisschen Leerlaufgebiete rausschneiden. Ich find's gut, dass der in seiner Attacke
quasi von mir gestört wird. Das finde ich gut. Dass der den nicht einfach durchzieht. Was ist das denn? Ich bin ja gerade erst gekommen. Was ist, ja, ich sag ja, ich hasse die. Diese Vögel haben so eine komische Panikattacke. Was ist das denn für ein Vieh? Hier noch mal nie gesehen. Wo gibt's die denn? Wo ist mein Kopf? Ich muss gleich noch ins Netto, mir graut's schon, ey. Ist auch Randomizer heute. heute einkaufen ist Randomizer. Weißt du nicht, welchen Boss du vor dir stehen hast? Boah, schon wieder. Simon hat's kaputt gemacht. Ihr hättet mir das Pad nicht geben sollen. Ja. Ich hab's auf meinem Arbeitsrechner hier gespielt, der richtig kacke ist, da lief's 1,5 Stunden durch. Also. Nein, ist schon deine Schuld. Marlene, es ist ja nicht schlimm. Du gehst ja bald. Insofern hast du uns die Entscheidung abgenommen. Und jetzt weißt du auch, warum. Oh Gott. Nee, mal ernsthaft, vielen Dank für deine gute Mitarbeit hier. Ne? Herzchen in den Chat für Madin. Letzter Monat von Madin. Letzte Show. Noch einmal den Sixpack sehen, das wäre was. Hier, hast du unangemessenes Verhalten gemeldet, wurde da gerade angezeigt. Wirklich? Habt ihr es gesehen? Ja, mach mal Offline-Modus vielleicht. Das ist euer zu spät. Sogar. Aber wirklich, da war eben gerade, stand wirklich. Ja, dann ist das wirklich FromSoft, die einen rauskicken, weil. Dieses nicht wollen, das ist ja nicht mein Account. Ja krass, was wollen die Entwickler immer? Mein Sohn hat, habe ich das erzählt, mein Sohn hat meinen Breath of the Wild-Spielstand gelöscht. 200 Stunden. Ah. Was ich da alles gesammelt habe in den 200 Stunden. 200 Schwerter wahrscheinlich. Und sofort enterbt. Und er hat einfach ein neues Spiel angefangen. Und einfach alle meine Spielstände überschritten. Alle, ja. Weil der speichert ja dann automatisch immer so und er hat die dann alle gelöscht. Schon gut. Konntest du nichts mehr retten. Aber auch direkt aus dem Testament rausgeschrieben dann. Ja, gut. Das ist ehrlich gesagt nie ein Testament, weil. Alter. Ich glaube. Hä? Oh, jetzt haben wir ja aber. Ich glaube, die lassen uns nicht mehr. Die haben uns jetzt auf dem Kieker. FromSoft ist auf uns aufmerksam jetzt geworden. Verdammt. Die haben uns auf dem Kika und wir laufen jetzt auf Kika. So, nee, irgendwie so, ne? Das stimmt, wir haben eine neue Show auf Kika, könnt ihr euch angucken. Mann. Ja. Was machen wir jetzt? Ist das wirklich im Offline-Modus? Ich bin im Offline-Modus schon. Also sowohl im Aber Steam wie als kann als es denn dann sein, dass. Tja, Spionage. Könnte man dann nicht einfach. So geht jetzt hier gar nichts mehr. Ja, das ist jetzt vollends Absturz. Vielleicht muss man das ganze Spiel nochmal neu starten und so, aber. Warte mal. Ja, stimmt, wir können den Randomizer nochmal neu anschmeißen. Wohin ich gehe, ich studiere nochmal, ich werde Ernährungsberater. Natürlich der nächste. Ich bleib quasi bei dem, was ich sowieso schon mal mache. Wo ist der? Mach du mal. Warte. So. Randomizer. Ich sehe schon, der Madden wird nicht mehr spielen dürfen. Die werden ihn, ist auf der roten Liste jetzt. Ja, ich merke schon, es war es. Wenn er hier aus dem Gebäude geht, kommt dann auch so einer. Entschuldigen Sie, kommen Sie mal kurz mit. Zack. Machen Sie jetzt bitte keine Szene, kommen Sie einfach mit, mhm. Sie so, wenn Sie sich so unterhaken schon. Kommen so zwei Gorillas genau. Mit so. Aber was müssten das für Gorillas sein, die dich abschleppen? Das ist der von Gorilla zu Gorilla. Müssen wir die Kamera draufhalten, wird ein geiler Fight. Es gibt immer einen größeren Gorilla. Das ist always a bigger fish. Die Sitzung wurde wahrscheinlich nicht mit Spiel beenden. Ja, ja. Ja, okay, das ist ja der Standardtext, ist ja egal. Unangemessenes Verhalten erkannt, das verhindert den Start im Online-Modus. Ja, okay. Wenn ich der schreit der Fabian Florentin jetzt wirklich seit einer Stunde. Der kommentiert, glaube ich, der kommentiert einen Warcraft-Match. Ja, aber er klingt so verzweifelt dabei. Er fühlt mit. Jetzt bitte bleib stabil, Spiel. Oh, ich wäre so gern mal ein Mäuschen bei FromSoft so im Entwicklungsstudio, was die alles machen und planen und tun und so. Da wäre ich so, ach Gott, würde ich gerne mal so. Reinschnuppern und gucken. So die geheime Schublade von Miyazaki. Der Chat schreibt so gerade, es ist ein bisschen random, dass wir es jetzt so mitten im Let's Play erwähnt haben, dass ich abhole. Ja, gut. Ja. Das hat sich halt so ergeben. Das stimmt gerade. Ja. Alles für den Gag. Gesprächsthema und ich muss. Nein, aber du hättest es ja eh. Du wirst es ja wahrscheinlich auch noch mal ankündigen und so. Ich meine, für viele bist du ja auch schon eine feste Institution hier. Deswegen ist es ja klar, dass das Aufsehen erregt. Geh mal ins Schloss da jetzt. Da, wo du gerade, wo wir die ganze Zeit gestorben sind. Nee, da waren wir noch nicht. Hier, in das Schloss, weil ich habe ja keine Ahnung. Nee, geradeaus, drauf zu. Das andere Schloss. Das da. Das sieht nicht so aus, als ob ich da überhaupt hinkomme. Doch, das ist der Eingang. Aber ja, die Frage ist, das ist zum Beispiel auch, das sieht von weitem, denkt man sich, oh, das ist so ein richtig geiler Legacy-Dungeon. Dann gehst du da rein, das ist im Prinzip ein Hof
Und das war's. Naja, nach hinten rum. Aber es ist auf jeden Fall nicht so geil, wie man denkt. Weil man es sieht eigentlich aus, als wäre es so ein 10-Stunden-Dungeon. Ja. Das hätte ich mir noch mehr gewünscht. Noch mehr so ja, die großen Sense Fortress-mäßig. Das sind die geilsten überhaupt, so diese kleinen Random-Dungeons, die, wenn sie meinetwegen ein paar weniger machen können, dafür noch einen großen mit dazu packen. Ja, das meine ich so. Oder halt, du hast ja schon hier ein geiles Gebäude. Das gibt's doch nicht! So richtig geil Design. Stich. Okay. Das ist doch mal cool jetzt. Noch mal, Entschuldigung. Noch mal eine neue Location. Willst du sagen, was du jetzt machst? Achso, ich hab's vorhin so random im Nebensatz erwähnt. Ich mach mal jetzt nochmal ein duales Studium. Studium. Zum Ernährungsberater. Aber arbeite nebenbei in einem EMS-Studio. Was ist das? Das ist elektromagnetische Stimulation. Muskelstimulation, ja. Ah. Muskelstimulation. Elektromuskelstimulation. Und klappt das? Kann ich das einfach machen? Ja. Ja. Kannst es einfach machen. Ich dachte immer, das wäre so halt Quatsch. Also ich meine, er würde quasi nichts bringen. Also ich habe das nie nachgeforscht. Ja, ist ein bisschen komplexer. Du solltest jetzt nicht das jetzt zu erklären. Ja, ja, ich denke auch. Aber er ist offensichtlich nichts abgesägt. Ne? Das gibt's ja scheinbar nicht. Ist noch. Ein sehr populäres Thema mittlerweile. Ja, klar, weil die Leute faul sind. Ja, tatsächlich schon. Also es geht halt relativ fix und bekommst dafür relativ schnell Ergebnisse. Vor allem sehr gelenkschonend, was sehr schön ist. Fuck, jetzt hast du mir voll Bock gemacht. Weil das Gelenk da rein in das goldene Saftloch. Ja, aber guck mal, der hat doch nix. Was soll ich mich mit dem hier. What? Wie hat er das gemacht? Da mit sowas, ein bisschen links, rechts? Hier, am Arsch. Der kleine Kackhaufen hier. Ich muss gar nicht erst wie angreifen können. Ich fall immer so schnell um. Ey, ihr fahrt ja nicht so viel Auto, ne? Aber ich fahr ja viel Auto. Und ich weiß nicht, ob das an mir liegt. Ich vermute es, wie immer. Aber ich fühle mich persönlich angegriffen von anderen Autofahrern. Einfach nur aufgrund deren Fahrverhalten. Dann denke ich immer, der fährt jetzt extra so langsam, um mich zu provozieren. Ist auch so. 90% der Fälle ist es so. Sehen dich und denken, der nicht. Oder? Wieso kommt es mir so vor, Simon? Nein, es ist mehr so deine Sicht auf die Welt, glaube ich. Ja, aber es ist einfach auch. Aber. Der sieht doch, jemand ist hinter ihm und fährt langsam, obwohl man schnell fahren darf. Das ist doch. Das ja, manche doch wollen erziehen mit dem Auto. Genau. Das ist wahr. Das sind die Schlimmsten. Da sind wir doch. Ja, ja. Da sind wir doch. Die dann so. Der ist durch. In der 30er auch 30 fahren. Der ist dann durch irgendwas getriggert und will mir jetzt irgendwie seinen Speed. Ja, wahrscheinlich muss er nirgendwo dringend hin. Ja, aber das ist ja egal. Es gibt eine Mindestgeschwindigkeit. Wenn du irgendwo 50 erlaubt ist, dann soll, oder ich weiß nicht, ob man muss, aber ich glaube, es ist sogar verpflichtend, diese Geschwindigkeit dann auch zu fahren. Du kannst nicht in 50. Mindestens Geschwindigkeit, ja. Das vergessen die Leute immer, die und so lang. Wenn da irgendwo 50 ist und da fährt einer 30, dann ist es einfach nicht okay, weil er macht sich die Straße zu eigen. Alle müssen sich jetzt nach dieser Person richten. Ich will ja nicht, dass der 80 fährt in der 50er-Zone, ich will, dass der 50 fährt. Alter, was ist er denn? Also, an den kann ich mich aber auch nicht erinnern, drauf. Mit seinem Geweih. Aber geh doch mal. Das ist dieses Barbarenland, oder? Wo die alle so groß sind. Hol mal das Claymore. Boah. Das, die bekämpfen bringt doch gar nichts, ey. Ja, aber gut, irgendwas müssen wir ja machen. So, nur Items suchen ist ja auch langweilig. Ich fand das sogar im Original, finde ich das fast schlimmer mit diesen ganzen nervigen Hunden. Hier ist es irgendwie das Item ein bisschen langsamer. Oh. Ey, wir haben so viele Schmiedesteine. Irgendwas müssten wir damit mal machen. Hier ist doch das Claimer normalerweise. Muskisten. Ja, googelt mal Richtgeschwindigkeit. Dann werdet ihr sehen, Richtgeschwindigkeit heißt, ja. Heißt nicht, dass ich, dass ihr 20 fahren. Das heißt also aber nicht, dass man 20 fahren darf in der Zone 50, wenn es nicht durch ein Hindernis oder irgendwas gegeben ist. Also wir können es, glaube ich, auch einigen, dass auf der Autobahn natürlich verboten ist, zu langsam zu fahren. Ich hätte jetzt aber auch gedacht, dass das auch für normale Bundesstraßen gilt. Man darf auch 30 fahren in der 50er-Zone? Ja, kurz. Aber nicht dauerhaft. Das kann doch nicht sein. Ihr erzählt doch Quatsch. Ihr seid nicht das Straßenfekt, die Straße. Also was, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr seid nicht die Straße. Ede ist die Straße, verdammt nochmal.
Man darf doch nicht dauerhaft 20 fahren in der 50er. Wenn das jeder machen würde, dann hätten wir ja Chaos. Da gibt es ja auch so Rentnermobile, die in plus 40 fahren oder so. Ja, man muss sich den Verkehrsbedingungen anpassen. So nämlich. Und die Verkehrsbedingung ist 50 bei 50. Appmaster. Richtgeschwindigkeit gilt nur für die Autobahn. Das haben schon 100 Leute vor dir geschrieben. Warum schreibst du es auch noch mal? Damit wir es mitbekommen. Ja, manche trauen sich vielleicht einfach nicht, bei so sehr viel Verkehr in der 50er-Zone in einer großen Stadt auf 50 zu fahren. Sind doch zurückhaltend. Ich bin... Was ist er denn hier? Ach, so ein Typ. Kämpfen die auch im Original miteinander? Ja, ne? Mhm. Aber das sind nicht diese Wesen, sondern halt die normalen... Ich weiß gar nicht mehr, wer da kämpft. Soldaten. Ich glaube, hier auch so Menschenaffen gegen so normale Soldaten. Ich muss mir irgendwann echt diese ganze Geschichte noch mal anlesen. Da bist du auch Jahrzehnte dabei. Ey. Ja, das tönt mich schon ab. Aber ich würde halt teilweise gerne verstehen, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Aber ey, dafür 10 Stunden Podcast anhören, weiß nicht. Es gibt keinen Podcast und so. Ich vergesse mal, wie der YouTube-Channel heißt, der da sich auch bloß mit beschäftigt mit der Lore und in einzelne Gebiete rausnimmt und da wirklich eine Stunde drüber redet. Mega interessant, aber muss man natürlich auch ein bisschen Zeit dafür investieren. Möchte. Na gut, also selbst wenn es gesetzlich erlaubt ist, dann haben wir hier jetzt in dieser Sendung eine Gesetzeslücke gefunden. Genau. Gesellschaftlich erlaubt sollte auch so eine Sache sein. Es gibt auch noch moralische Verpflichtungen, die vielleicht nicht in der Straßenverkehrsordnung festgeschrieben sind. Der Kanal heißt Vati Vidya. Ja. Okay. Kennt man. Kenn ich. Oh. Kennst du nicht? Nee, ich habe diese ganzen Lore-Videos nie gesehen, aber ich feiere das, dass es das gibt. Den follow ich natürlich schon seit über 10 Jahren. Es freut mich, der Bub hat es geschafft. Der ist mittlerweile wahrscheinlich auch reich, weil er so viele Millionen Klicks hat. Der hat schon angefangen, Lore-Videos zu machen zu FromSoft-Spielen, als FromSoft noch nicht so cool war. Und nur ich sie gespielt habe, die Spiele. Also Kingsfield. Ja, schon, oder? Kingsfield ist von denen, ja. Ja, aber bin ich natürlich besser aber gespielt, aber es war halt nicht so gut. Der Ede meint natürlich Armored Core. Die hat er nämlich alle gespielt. Ein Armored Core habe ich auch. Habe ich mir neulich mal auf einem Emulator gegönnt, weil ich mal wissen wollte, wie sie überhaupt ist. Mhm. Aber ja. Ja, man sieht nicht viel von From Software, finde ich, nee. In Armored Core. Aber ich bin gespannt auf das Neue. Das Neue wird wahrscheinlich schon ein bisschen Soul-Drift haben. Sie wären irre, wenn sie es nicht machen würden, finde ich. Weil alle warten eigentlich. Ja, drauf. Weil die Erwartungshaltung einfach auch da ist. So. Gib mal her, das Ding. Eine bessere Waffe haben wir immer noch nicht. Aber neues Dings hier. Ja, was hast du gerade gesagt? King, nicht King's Quest, sondern King, genau. Kingsfield? Kingsfield. Kingsfield, also so eine alte PlayStation. So ein neues Klassiker. Davon? Also so quasi ein Dark Souls aus der Ego-Perspektive oder so? So, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Hier war doch nichts mehr, oder? War hier noch was? Ja. Ach, hinten rum, ne? Waffen ist, und Bossen halt, ne? Warte mal, ist das hier der Typ mit der Insel? Mhm. Ja, okay. Da haben wir ja doch noch was hier. Ich habe den Fahrstuhl vergessen runterzurufen. Anfängerfehler. Wir haben immer noch die gleiche Standard-Startwaffe. Aber es ist auch eine schöne. Irgendwie finde ich die gut. Aber wie hoch ist bitte die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau zweimal dieselbe bekommen? Es muss so exorbitant niedrig sein. Ja, er macht ja auch keine Moves mit den beiden, oder? Er macht nur mit einem immer. Du musst L1 für drücken, dann greift er mit beiden gleichzeitig an. Oh, okay, immerhin das noch. Okay, würde es auch gehen, wenn es jetzt eine andere Waffe wäre? Es muss die gleiche Gattung sein. Hauptsache der Waffe. Dann macht der Power Stance, so heißt das. Ah, das ist dann das, was alle mit dem Samurai machen, ne? Mit den Schwertern, dann diese blutige Schwert. Ja, und der andere. Genau. Ja, okay. Das habe ich erst ganz am Ende gemacht, als ich nicht mehr konnte. Du Malenia. Hast doch auch einer, der Malenia gemacht hat, ohne Kriegsasche, oder? Nee? Ich habe die alle versucht. Doch, ich habe die schon eigentlich immer ohne Verbündete gemacht. Ab und zu habe ich mal einen dabei gehabt, aber nicht bei den schweren. Aber halt Malenia war aber auch nicht mehr normal. Das hat mich auch gebrochen. Die will ich unbedingt mal probieren. Ich liebe so schwere Bosse. Boah, die ist gar nicht so schwer. Also ich hatte nur Horror mit der Horror. Hey,
Es kommt natürlich auch aufs Equipment und den Build und alles an und so, aber. Das ist es. Ich habe ja mit dieser blutigen, mit dem Samurai, Doppelsamurai oder was auch immer das ist, hatte ich dann auch keine großen Probleme mehr, aber vorher. Ich finde, Ishin in Sekiro ist mein Erzfeind. Da kannst du halt auch einfach nur auswendig lernen. Ey! Ja gut, ist halt ein Rhythmusspiel, ne? Hey! Muss man einfach. Nein! Oh gut, aber. Oh, der kommt auch hinterher. Aber ich glaube, du hättest auch Spaß an Wulong. Außer bei den Ich hab Lugu. Doch Spaß gehabt. Ich hab doch Wulong gespielt. Ich hab doch den ersten Boss gefistet. Ah, okay. Ja, aber dann. Spring! Auf die Kante! Nein, ich darf noch mal. Wir haben nichts gesehen, also. Alles gut. Ach, Kriegsasche ist was anderes, Kriegsasche. Ist das nicht die Summons? Was ist die Summons meine ich. Die okay, weil Kriegsasche ist irgendwas Wichtiges. Macht man, glaube ich, drauf. Ja, verwechsel das. Kriegsasche, mal. Sind das Summons. Diese Geister, die man da ruft? Ich weiß es nicht mehr. Ja, wie das heißt, weiß ich auch nicht. Da, doch, Asche. Asche. Das ist nur Asche. Jetzt verwechselst du mich schon. Ja, ach so, hier mit der Qualle und so. Ne? Da gab es ja auch diese Kombos, nimmst du das Vieh und dann noch die Sachen. Das hat ja dann irgendwie jeder gemacht. Und die Mimik-Tier? Oder wie die heißt, wo die dich nochmal klont. Das Mimiktier. Ja. Die auch komplett bast ist. Ja, ja. Ich mag das, dass man sich das selbst dadurch ein bisschen leichter machen kann, wenn das Basic-Spiel. Ja, ist ja immer noch schwer genug. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Aschen einem die komplette Arbeit abnehmen. Aber es ist einfach eine geile Mechanik. Es macht halt einfach Bock. Also ich habe mich immer gefreut, wenn ich eine geile Asche gefunden habe und die dann auszuprobieren, was die macht. Und manche sind ja auch so ein bisschen besser geeignet für manche Bosse und so. Mir hat das Spaß gemacht. Also absolut, ich mochte die auch sehr. Und die war auch, die waren ja auch nicht so stark. Die haben halt ein bisschen geholfen. Also es gibt schon, wenn du die hochlevelst später auf plus 10, da gibt es schon manche, die sind sehr, sehr mächtig. Und die können einem natürlich schon auch den einen oder anderen Boss deutlich leichter machen. Aber ja, dann ist es halt so. Also, es ist trotzdem stirbt man ja 1000 Millionen Mal und. Also musst du wahrscheinlich auch dann ein bisschen in MP investieren, dass du auch benutzen kannst. Kosten ja auch einiges. Ja. Oh, da ist wo kommt der? Ist die Treppe hochgegangen? Was? Da. 6 Stück. Lecker. Der ist die Kacktreppe hochgegangen. Ja, hier muss ich lang. Ging es nochmal lang hier runter, ne? Spielt gleich nur Ede gegen Belle oder wird noch gewechselt? Naja, das Ding ist, die spielen ja in dem Sinne Bingo gegeneinander. Also, die spielen natürlich dann die ganze Zeit, nur die beiden und der Rest wird kommentiert. Und ich glaube, die Challenge besteht eben wirklich darin, die Bingo-Reihe zu vervollständigen. Ich bin mal gespannt, weil so wie die Karte gerade ausgelegt ist, könnte es sogar sein, dass wir sehr schnell ein Bingo bekommen. Nein! Oh! Alles gut. Ja, also bei Skyrim war es schon so, dass man auch gedacht hat, okay, das könnte schnell gehen und dann hat es doch ewig gedauert. Ich bin mal gespannt. Ich habe das Gefühl, das sieht dann nochmal anders aus, wenn man es selbst spielt, als wenn man nur grob so die Liste anguckt und denkt, ja, das geht, das geht. Aber ich hab ein Gefühl, als hätte Belle sich irgendwie gut vorbereitet. Ja, das habe ich auch. Hat sie bei Skyrim, da war sie doch auch, ne? Und hat sie da, ich weiß gerade nicht mehr, ob sie gewonnen hat. Alter, dieser. Ich glaube, sie hat auch gewonnen. Oh, weiß ich. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Chat, sagt mal bitte Bescheid. Skyrim war das Einzige, was ich nicht vorbereitet habe. Da weiß ich gar nicht, was abging. Ja, nee, ich hab's ja moderiert. Nur wer jetzt gewonnen hat, weil es hat ewig gedauert und es ging hin und her. Ich glaube, es war am Ende Bell. Fat Roll geht nicht, klar. Macht die Maske eigentlich irgendwas? Die wir haben? Hm. Also irgendein Effekt oder so? Hm. Wie sieht's aus, ob die irgendwie krass ist? Verstärkt Anrufung der goldenen Ordnung, aha. Mhm. Oh, shit. Da unten. Das ist ja das Worst Case. Oh, ja, Item. Oh ja. Komm, nein, shit. Nein, den kannst du nicht benutzen. Aber was denn? Einfach rausgepatcht. Nicht, oder? Stirbst du jetzt nicht? Ja. Da ist vielleicht ein Feuerchen, ne? Irgendwo. Hier. Da. Gibt nichts Schlimmeres, als so vergiftet irgendwo rumlaufen zu müssen. Ja, aber auch in Spielen nervt das, ne?
Was? Gag-Feuerwerk. Aber nur eins. Wir haben nur einen einzigen gekauft. Müssen wir erst aufgeladen werden. Das ist wie immer, wenn wir irgendwo so Victory-Shots machen bei irgendeinem Event oder was. Mann, geh doch da hin und nimm den Faden. Faden. Ey, du hast doch keine einzige Waffe gefunden. Nee. Das ist schon, das ist wirklich lächerlich. Ganz eine komisch. Haben wir gefunden, aber die können wir nicht benutzen. Oh, hier sieht's aber gut aus. Die kannst du alles schaffen. Oh, da ist ein Boss, komm. Oh nein, es ist Mock. Lol. Also der ich wollte es gerade noch sagen, scheiße. Viel Spaß. Tja, ich gehe mal hin, aber ob ich da erstmal wieder hinfinden. Und das ist direkt da unten, glaube ich. Kannst hier von der Brücke eigentlich runterjumpen. Doch, kannst du. Ja, das stimmt ja. Ja, das sieht so aus, ne? Okay. Oh, voll auf die Schnecke. Die Schnecke. Ach, wie geil, dass du da original. Ja. Das war so geil. Das will man doch sehen. Oh, viel Spaß mit einem härtesten Boss. Hast du den schon gemacht? Nee. Hab ich im Video zu gesehen. Mhm. Okay, ja, das war zu früh. Das war der einfach nur falsch. Noch zweimal. Und das war einfach nur ein Mega-Fail. Alter, okay, einmal noch. Komm, ich möchte wenigstens einmal treffen oder so. Und durch den Randomizer kriegt man dann als Belohnung irgendeine Pflanze. Eine Roba-Frucht. Ey, wir sind aber auch sowas von unterlevelt. Das stimmt. Aber wir pimmeln ja auch gerade bloß ein bisschen rum. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Genau, eigentlich wollen wir ja nur ein bisschen gucken. Aber es fühlt sich trotzdem traurig an, wenn man dann so gnadenlos niedergemetzelt wird. So, das werde ich jetzt heimzahlen. Okay, nee, doch nicht. Sehr gut. Kurz mal das Haus angepiekt. Wer ist leichter, der Godfrey oder er hier? Kann ich den nicht eventuell Godfrey hier irgendwo festpinnen? Der hat halt eine super assige Attacke. Ich weiß gar nicht, Chat korrigiert mich, aber ich glaube, da kann man nichts dagegen machen, dass man Energie verliert. So ein Blutzauber. Vielleicht sehen wir den, aber ich glaube, den macht er erst in der zweiten Form. Also wenn du die Hälfte down hast oder so. Es gibt ein Item, mit dem man ihn festketten kann. Ach echt? Aber das bringt auch jetzt, also es bringt ein bisschen was, aber auch jetzt nicht so. Ja, Simon macht das schon ganz gut. Oh, jetzt bin ich aber gut, jetzt bin ich ja unter ihm, ne? Da kommt er gerade nicht hin. Der hält auch sau viel aus, ey. Was sind das jetzt? Mann, ich wollte so einen Sprungschlag machen oder so. Ja, wenn man zu weit weggeht, ist es eigentlich schwerer, wie so oft bei Gegnern, ja, die einen quasi. Ich komme halt gerade gar nicht hinterher hier. Schön, Simon. Ah, der schwingt so lange, dass man denkt, ja, jetzt ist der Moment und dann dauert der Schwung so lange. Alter. Also ich habe genug Probleme, aber man könnte sogar, also zumindest den ersten könnte man vielleicht noch. Man könnte ihn noch killen vielleicht, aber der hat doch bestimmt eine zweite Phase. Der hat eine zweite Phase. Ja, vergiss es. Oh, Raiders, Grüße an alle Raiders. Schön, dass ihr hier seid. Wo kommt ihr denn her? Ach, Warcraft-Bande. Ja, dann gibt's nur einen. Von Florentin oder was? Was geht mit euch ab? Wir müssen so laut brüllen, damit ihr, weil ihr seid ja so hochgepegelt jetzt. Habt ihr den Blade Master besiegt? Mit der Frost Nova? Und dem Purge? Ja, Mann, Blade Master ist tot! Der Blade Master ist tot, ja, Mann! Endlich ist der Blade Master tot, Mann! Yes. Das ist eine ganz normale Arbeit. Es ist wirklich eine ganz normale Arbeit. Das ist das Schlimme daran. Ja, du musst dem ausweichen. Versuch's. Ah, ich wollte auch schon immer mal Backseat-Game machen. Ich schreib dir das später auch noch mal in den Comments-Bereich. Das ist okay. Ganz nettes Let's Play, aber warum weichst du eigentlich den Angriff nicht aus? Warum spielst du eigentlich so schlecht? Und sie alle reden so. Jeder Einzelne. In dem Ton lese ich das. Ja, da, so lese ich das auch, ja. Du weißt aber schon, dass man drei Flaschen nutzen kann. Ich glaube, das ist hier Quatsch, aber
Jetzt haben wir es auch bald hinter uns. Jetzt probieren wir noch ein paar Mal. Ja, aber hier ist auf jeden Fall mit uns. Ist hier Quatsch auch. Das Einzige, was noch schlechter ist als Eddie Skill, ist die Bilanz von Rocket Beans. What, too soon? Ich sag, der legt ihn jetzt. Ach, scheiße, ey. Nee, er legt ihn doch nicht. Mann, du musst den Schlägen ausweichen. Wie soll ich dir noch sagen, Martin? Ja, auch ein. Weil der Martin aber auch immer viel zu weit weg ist von dem, ne? Er triggert die falschen Attacken. Genau, du triggerst damit nur seine. Eieiei, wie hat er das Spiel überhaupt durchgespielt? Hat er ja nicht. Ah, ja, das erklärt sich halt einfach. Die von Rocket Beans, der hat ja keine Elden Ring durchgespielt. Das ist halt einfach. Guck, jetzt rollt er in die Flammen da rein. Ja, oh, zu greedy. Wieder zu greedy. Greedy. So, komm. Also, jetzt machst du aber auch hier. So, jetzt zeige ich euch das. Wenn wir wenigstens geiles Equipment hätten oder ein hohes Level. Oder irgendwas. Also, wir haben ja nichts. Wir sind halt die absoluten Superlappen. Waffen plus null, ey, keine Rüstung. Ja. Die Feinde denken sich, ja, was soll denn das? Warum kommst du jetzt hierher? Ja, read the room. Täglich grüßt das Murmeltier. Ich muss ich euch wieder sagen, es sieht unglaublich geil aus, was er für Spells hat. Wie jeder von uns aber auch in diesem Scheiß. Der ist auch eklig delayed. Ja, das macht er halt immer. Ich habe aber auch, hier ist aber auch, muss man sagen, wie viele Millisekunden hat dieser Monitor? Das ist keine 144 Hertz, genau dazu. Ja, und das ist ja auf jeden Fall von den Millisekunden her, also ich merke schon so eine gewisse Latenz zwischen den. Ja, ich höre zu, ich sag das nämlich auch immer. Ja, aber es so. Ist ja auch so. Es ist hier, wie nennt man das denn noch? Das läuft ja quasi über den Rechner und dann erst durch die Regie oder so und dann. Das sind 100, und ihr wisst es ja alle, es bei dem, ich betreibe ja Elden Ring auf einem E-Sports-Level, da zählen die Millisekunden tatsächlich. Das ist, also sobald man da an den Millisekunden, du kannst jetzt, weißt du, kannst auch kein, Michael Schumacher könnte auch kein Formel-1-Rennen gewinnen, wenn sein Gaspedal nicht funktioniert. Ich zähle ja immer mit, so eine Millisekunde, zwei Millisekunden. Und dann bei der dritten weiß ich, jetzt muss ich. Ah, nicht schlecht. Schon mal überlebt den ersten Angriff. Das ist ein guter Tipp aus dem Chat. Stell dir einfach vor, der Mock wäre im Auto hinter dir. Bremse ihn aus. Autsch. Das sieht so geil aus. Jeder Spell zu. Gut. Sie die auch nie aufhören, einzuprügeln. Willst du nochmal? Das ist aber ein gutes Training. Jetzt kommen die schweren Bosse und nachher gehst du einfach beim Bingo Bell einmal durch. Am Ende nur noch, genau, noch Tutorial-Bosse. Also ich habe es gerade mal versucht, was unser Schild kann. Das Ergebnis wird in wenigen wird euch überraschen. Das Ergebnis wird in wenigen Minuten ausgewertet sein. Den kann man parryen? Weiß ich nicht, nicht mit dem Schild auf jeden Fall. Stimmt, der hat gar keine Fähigkeit, der Loser. Schild. Also, was ist das denn? Stark sind wir. Ja, da konnte man solche Gegner noch cheesen, indem man sie irgendwo reinlockt oder so. Aber hier muss man wirklich. Ja, ich versuche ihn auch schon die ganze Zeit irgendwie zu cheesen. Das muss doch eigentlich möglich sein. Ey, was soll ich mit dem Feuerregen jetzt hier? Hör doch mal auf. Pieks ihn. Ja. Ey, Entschuldigung, ich dachte immer, es gibt so einen geilen Sprung irgendwie Angriff. Ja, Sprung und dann. Dann R2 war das? R2, ja. Ach so, okay. Schön ausgewichen. Ja. Das hat gar nichts gebracht, der Sprung. Aber naja, ich ganz ehrlich, ich habe genug. Ich habe genug. Einmal noch. Den machst du jetzt. Ja? Einmal noch. Einmal noch. Jetzt weiß ich, wie wir es machen. Er hat auch nicht viele Angriffe, so 5 oder 6 verschiedene. Wenigstens, dass wir einmal die zweite Phase jetzt sehen. Ich weiß gar nicht, wie es hier ist. Bei irgendeinem Dark Souls Randomizer haben die auch gewechselt. Dann, wenn die 2 Phasen haben, sind die in der zweiten Phase ein komplett anderer Boss gewesen. Ja, erinnere mich.
Das wäre ja auch lustig. Können wir doch mal machen. Wo, also diesen Grandmaster kann man einfach kostenlos runterladen und dann funktioniert das. Aber das geht auch nur mit der PC-Version, nehme ich an. Ja, genau. Ja, klar. Was? Also es gibt wohl mittlerweile auch Bloodborne-Randomizer und sowas, aber das, da möchte ich Finger von lassen. Du musst deine PlayStation jailbreaken und Co. Was? Ah, ja, Mann, es ist so getimed, dass du einfach nicht dazu kommst. Gerade wenn du heilst, kriegst du es ab. Es ist ein ganz gemeines Spiel. Verzögerung wieder, ey. Ja, schön mit der Chips hier. Ich hab gedrückt. Letzte Chance für dich jetzt. Und dann geht's dann langsam über in die Pre-Show für. Spiel ich auch gleich. Hier? Gleich. Nee, oh, da muss ja Treppen steigen. Ja. Nur ein. Dann kannst du wieder sitzen. Einmal nur. Ja, aber das ist drei Stockwerke. Es war. Könnt ihr wieder tragen lassen. Wir haben die Sänfte noch. Haben wir die noch? Ja. Martin? Ja, ich bin alleine. Und die Praktis, die... Ja, sorry. Ja, aber du wolltest ja sagen, du kannst die Sänfte noch alleine tragen. Steht in deinem Vertrag. Jeder, der seinen Namen in der Firma verewigt hat, kann... Muss. Muss bei Wunsch getragen werden. Hat nur bisher noch keiner gewünscht, aber es steht aber schon jetzt tatsächlich... Aber jetzt wünsche ich. Das ist schon der Deal, ja. Tut mir leid. Es ist in einem Vertrag. Ach, Martin. Wenn du halt auch einfach nicht ausweist, wie soll das dann werden? Das ist irgendwie auch nur schön. Da. Ja, Rolle. Sehr gut. Und jetzt. Stich. Zwei. Maximal zwei. Oh. Das sind ja eigentlich nur Patterns, ne? Er hat eigentlich nur vier an. Was denn? Jetzt kommt der von oben. Der Schlag. Pam zur Seite. Warum hab ich so einen roten Ring mir? Ja, weil du jetzt verlangsamt gedebufft bist. Wir haben übrigens auch noch Marikas Dingenskirchen an, wodurch man mehr Damage nimmt. Geil. Ist so perfekt. Aber macht man noch mehr Schaden dadurch oder ist das ja, nur Schaden? Aber in dem Fall nach hinten raus vielleicht. Weg. Ja. Und roll und nochmal. Drei Stück und dann ist Angriffszeit. Siehst du? Roll und nochmal. Und weg. Eigentlich gar nicht so schwer, die Patterns. Nee, ne? Also, der hat gar nicht so viele Angriffe. Nee, der hat vier Stück in der ersten Phase. Nee, der ist natürlich assi. Der Chat sagt aber auch schon die ganze Zeit, dass wir ja eigentlich für das Ende von der ersten Phase irgendein Item brauchen. Zwei. Ich hoffe, da wurde einfach beim Randomizer dran gedacht. Ja. Nee, du brauchst kein Item für den. Irgendwas wurde gesagt, dass irgendwas Krasses kommt. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ja, der hat so einen Blutzauber, da muss man gegenheilen dann. Aber das muss, also... Aber du brauchst kein Item. Vielleicht sehen wir es gleich. Heil dich mal lieber. Stimmt, ich hab ja noch was. Er macht eigentlich immer diese Dreier-Attacke. Und wenn du nah dran bist, macht er dieses Blut. Zwei und noch eine kommt. Genau. Das ist nämlich das Gemeine, dass da so eine kleine Pause ist zwischen den Attacken. Das wird wieder eine Dreier. Guck, jetzt kommt die hier nämlich. Und dann kommt die Flamme. Ja, okay, die Item-Geschichte ist nur, dass du ihn fesseln kannst. Aber es geht wohl auch ohne, ja, aber nicht für uns. Ey, ich bin aber trotzdem beeindruckt von dir. Du machst das ja richtig souverän schon. Danke. Wieder. Das Problem ist, wenn du keine Flasks mehr hast, was du nicht hast, wirst du den Anfang seiner zweiten Phase nicht überleben. Sehr gut. Ah, ist doch perfekt. Ja, aber ey, du hast es nicht schwer gemacht. Komm, du hast den fast halbiert. Stark gespielt. Das war ein schöner Abschluss, Martin. Das machst du jetzt auch. Dafür, dass du so schlecht bist, war das echt gut. Ja, dünnes Huhn findet auch mal einen Kunden. Ja. So heißt es doch immer. Ja, so stimmt. Jetzt machst du einfach genau das Gleiche und dann. Jetzt muss Bell den ganzen Hass abkriegen, den ich hier aufgesammelt habe in der Randomizer. Ich glaube, ihr werdet ihn euch teilen am Ende. Und gut, in dem Sinne würde ich sagen, was ist hier erstmal mit dem Let's Play Randomized und wir sehen uns hoffentlich gleich wieder bei der Pre-Show zum Bingo-Battle zu Elden Ring. Ja, langsam, ich muss drei Stockwerke laufen. Vorsicht, ja. Viertelstunde. Fünf. Geh doch mal einkaufen.